Willkommen, liebe Freunde, zur Wochenendausgabe von Freitalk. Und heute, denke ich, ist es eine ganz besondere Sendung. Sie erinnern sich sicherlich an meinen Spruch aus der vergangenen Sendung: Was lange währt, wird gut. Ja, und was soll ich Ihnen sagen? Es wird gut. Nämlich, das lange Warten hat ein Ende. Carmotion von Fiesmann geht an den Verkaufsstart. Ja, und ab sofort können Sie die Startersets und Zubehör hier bei uns bei Xtreme24 ordern. Doch bevor Sie sich ans Bestellen machen, zeige ich Ihnen heute in einem Carmotion-Spezial, den ich mit Wieland Fiesmann vor einiger Zeit gedreht habe. Und da erklären wir Ihnen alles Wissenswerte über diese fantastische Neuheit des Jahres 2022. Neu im Funktionsinhalt der Carmotion-Fahrzeuge sind die verbesserten Sensoren, sodass auch auf vierspurigen Fahrbahnen die Fahrzeuge sich ohne Probleme gegenseitig zu machen bewegen können und natürlich der eingebaute Riedkontaktmagnet in die Fernbedienung. Ja, diese verbesserten technischen Features sind aber erst nach unseren Dreharbeiten an den Fahrzeugen entstanden. Aber natürlich schon an allen neuen Fahrzeugen verbaut, keine Sorge. Ja, und der kurze Produktfilm dazu mit O-Ton Fiesmann. Ein vierspuriger Betrieb mit Infrarot-Abstandssteuerung galt bis heute als nicht realisierbar. Wir haben es aber geschafft und sind sehr stolz drauf. Und ich meine, das können Sie. Ja, und nun möchte ich Sie auch nicht länger auf die Folter spannen und sage Mats ab zum Verkaufsstart der Fiesmann Carmotion Serie. Doch zuvor verabschiede ich mich aber schon von dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nee, falsch. Eigentlich heißt es, hoch die Hände, ran an die Modellbahn-Wochenende und allen viel Freude mit Carmotion von Fiesmann. Machen Sie es also gut. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Tschüss. Das lange Warten hat ein Ende, liebe Freunde, und damit ein herzliches Willkommen bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahn und Zubehör. Das lange Warten hat ein Ende. Heute geht Carmotion, die Top-Neuheit aus dem Hause Fiesmann, an den Verkaufsstart. Und wir möchten Ihnen die Carmotion-Serie noch mal etwas näher bringen. Und wer kann es besser machen als der Mann, der zu meiner Linken sitzt, Wieland Fiesmann. Herzlich willkommen, lieber Wieland, bei uns nochmal. Und ich glaube, es gibt noch einiges Neues zu berichten, ja, zur Carmotion-Serie. Ja. Und wir freuen uns natürlich ganz herzlich darüber, dass wir hier nochmal in allen Details und in aller Ruhe
diese Serie vorstellen können. Freut mich sehr. Ja. Herzlich willkommen, liebe Modellbahner und Modellfreunde. Auch Dankeschön, dass ich die Gelegenheit bekomme, heute nochmal das neue Produkt vorzustellen in aller Ausführlichkeit. Und wir haben es wirklich geschafft jetzt. Wir sind am Produzieren. Wir können jetzt die Startsets ausliefern. Das ist hier dieser blaue LKW ja. Hier vorne mit dem Zubehör, mit dem Magnetstab, mit dem Ladegerät, mit Dauermagneten, sodass der Kunde erst einmal losspielen kann. Genau. Genau. Das haben wir trotz Knappheit von Elektronikbauteilen jetzt doch geschafft, dass wir es produziert haben. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Jetzt verrate ich Ihnen noch ein kleines Geheimnis. Es war ja bisher mal ein Gerücht, liebe Freunde. Wieland Fissmann ist ja nur auf die Idee gekommen, weil er ein bisschen rumgespielt hat. Er hatte also so eine Fernbedienung in der Hand gehabt und hat gedacht, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumspiele, ein bisschen rumzappe wie beim Fernsehen, kann ich doch so einen LKW schrumpfen. Und das hat er gemacht. Und zur Verblüffung des LKW-Fuhrunternehmers. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ruderknopf starten. Nochmal. Funktioniert. Abblendlicht. Fernlicht, okay. Motor aus. Geht alles prima. Na, jetzt ist er aber schön klein geworden. Jetzt kann ich den auffahren. Super schön. Nee, was hast du nur aus meinem LKW gemacht? Guck mal, der ist so schön klein, den darf ich jetzt auffahren. Ja, den großen habe ich keinen Führerschein. Aber den darf ich fahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das mein LKW? Das war er mal, da haben wir geschrumpft. Ach du liebe Zeit. Also mach dir keine Sorgen. Ich ersetze dir den, weißt du? Du kriegst das Geld. Ja, möchte ich ja auch. Du kriegst das Geld im Maßstab 1 zu 87. Ja, kein Thema. Schön. Gefällt er dir? Ich nehme den jetzt mit und stell den zu Hause bei mir auf die Modellbahnanlage und probiere, ob da alle Funktionen gehen, so wie es. Dann bringst du mir aber in groß wieder. Das muss man versuchen, ob der wieder groß zu beamen geht. Das versuch's mal. Geschrumpft haben wir ihn gekriegt, aber. Ja, hast du auch noch schön sauber gemacht dabei, sehe ich. Natürlich. Toll. Ja, mein lieber Matthias, nochmal Dankeschön, aber ja. Ich sehe da hinten, hast du auch noch ein Plätzchen stehen. Ja. Könnte man den vielleicht auch noch schrumpfen? Könnte er machen, aber ich will ihn wieder haben. In der Originalgröße. Wir tun das Beste. Ja. Mhm. Könnte gehen. Das war doch ein Husarenstreich. Ja, hat Spaß gemacht. Ne? Auf jeden Fall. Der Matthias Kengel, der dem Original-LKW gehört, der ist ein guter Freund von mir. Und da habe ich gesagt, weißt du was, irgendwie, ich habe zwar keinen Führerschein, aber ich würde auch gerne mal so ein Ding fahren. Ne? Und dann haben wir uns das einfallen lassen mit dem LKW schrumpfen. Ja. Und jetzt sind die auf einer Größe, wo ich den auch fahren kann. War doch mit unserer Technik. Sache. War eine tolle Sache, war eine feine Geschichte. Auch nochmal Grüße an Matthias Kinkel aus unserem Studio. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und denke ich mal, ein bisschen Augenzwinkern muss dabei sein. Ja, du hast es also tatsächlich geschafft, großen LKW auf klein zu machen und dass die Kiste dann entsprechend auch noch so funktioniert wie im Großen, das ist ja zur Verblüffung dir recht gut gelungen. Ja, das war das Ziel, dass wir eben sehr klein bauen, dass wir die Ladeflächen frei behalten, dass wir die Führerhäuser durchsichtig machen und trotz der Fortschritte im autonomen Fahren brauchen unsere LKWs ja heute in der Regel doch noch einen LKW-Fahrer und einen LKW, der einfach so durch die Gegend fährt ohne Fahrer. Ist ziemlich unrealistisch, also musste da eine Figur rein. Und das haben wir auch geschafft. Dazu haben wir natürlich was vorbereitet, liebe Freunde. Wir erklären Ihnen jetzt nochmal von A bis Z sozusagen die Technik, führen Sie in die Geheimnisse ein. Und dazu haben wir doch auch eine Grafik vorbereitet. Das war ja auch so ein bisschen bei der Vorstellung vor circa
vier Wochen, haben wir uns ja gesehen bei der Neuheiten-Vorstellung. Ja, ziemlich genau vier Wochen, ja. Da sagtest du, Wieland, dass die ganze Technik im Chassis des Fahrzeugs untergebracht ist. Ja, das war wie gesagt das Entwicklungsziel von Anfang an, dass wir die Ladeflächen frei halten und das Führerhaus vorne durchsichtig machen. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass wir alle Elektronikbauteile, die wir brauchten, Motor, Akkumulatoren und so weiter, die Platz wegnehmen, unten ins Chassis reinbringen. Mhm. Und dann war es naheliegend, dass wir ganz einfach das Chassis des LKWs als Leiterbahn ausgeführt haben. Die sind ja mit einem Millimeter so stabil heute, dass die das durchaus tragen. Und das war Konstruktionsprinzip. Wir sehen es auch jetzt nochmal in der Grafik, liebe Freunde. So sieht das Teil von unten aus. Aber das sieht man von oben gesehen ohne Führerhaus. Ja, genau, ohne Führerhaus von oben. Wie komme ich jetzt von unten? Ist egal. Also es sieht von oben so aus, abgenommen die Ladefläche und das Führerhaus. Von unten sieht es ein bisschen anders aus. Ja, wir haben natürlich durch die Verkleinerung der Bauteile ganz wenig Gewicht. Und so ein LKW, der sollte schon so 30, 35 Gramm wiegen, damit er auch die nötige Traktion hat. Und das hat dann bedingt, dass wir hier diese Zinkdruckgussgehäuse eingebaut haben, um das Gewicht reinzubringen. Gleichzeitig als Motorhalterung, als Getriebehalterung fürs Zahnrad und die Schnecke. Und es ist geschlossen, sodass das nicht verstaubt. Eine Fettung reicht über 200-300 Stunden. Also. Das sehen wir hier nochmal im Detail auf dieser, auf dieser Grafik, ganz wunderschön dargestellt, also der 3D-Grafik, dass dieses Fahrzeug also von unten total gekapselt ist. Man ärgert sich immer als Modellbahner, wenn man eine Modellbahn-Lok hat, dass die wie so ein Staubsauger funktioniert und von unten verdrecken. Ja. Du hast also hier schon ein bisschen Vorsorge gemacht, um diese Fahrzeuge auch recht lange störungsfrei auf der Anlage fahren zu lassen. Ja, und es ist auch so gemacht, dass eben die hintere Achse ist ja nicht angetrieben, die pendelt. Ja. Und wenn man zum Beispiel durch eine Mulde fährt, braucht man auch da einen Langlauf drin. Und die ist dann auch eingebettet in diesem Zinkdruckgussteil. Und man kann das hier sehr schön sehen, dass die pendelnd gelagert ist. Die rollt mit, hat immer Kontakt zur Straße, was ich sehr schön finde. Ja. Und durch die Verlängerung des Zinkdruckgussteils haben wir auch noch mal mehr Gewicht auf dem LKW, auf der Achse. Dann haben wir noch eine zweite Grafik dazu. Einmal jetzt, wie gesagt, die Unterseite, die wir hatten, beziehungsweise zu den Basisfunktionen. Und du hast natürlich auch hier ein bisschen mitgedacht, so ein LKW kann ich alleine fahren, sieht doof aus, da muss ein Fahrer rein. Natürlich. Hat denn Matthias Klinkel da auch Maß gestanden als Fahrer, oder? Nee, der ist ein bisschen, gut beleibt. Und ja, also das ist ein schlanker Fahrer. Da hätten wir in dem Modell keinen Platz gehabt. Alles klar. Wir wollten da nicht mitschrumpfen, aber... Wir wollten mal nicht mitschrumpfen. Ja, da hat er ein Problem gehabt. Dann müsste er jetzt ewig bei dir auf der Anlage rumfahren. Nee, auch seine Frau wäre mir böse gewesen. Ah ja, um Gottes Willen. So, wir wollen die Grafik uns nochmal mit anschauen. Die sagt ja noch ein bisschen mehr aus. Du hast gesagt, du hast freien Durchblick aufgrund der Schrumpfung der Technik des Unterbringens auf einer Leiterplatte. Natürlich auch Platz geschaffen im Fahrerhaus, diesen freien Durchblick, wo Modellbahner ja auch, wobei Modellbahnlokomotiven mal großen Wert drauf legen. Ich will durchgucken. Ja. Das ist dir also hier damit gelungen. Die Frage ist, wo ist denn der Akku hin? Der Akku ist zwei Stück drin. Einer ist hinter dem Fahrer, da wo normalerweise die Schlafkabine ist, beziehungsweise hier bei den Baufahrzeugen der hintere Ablagerraum, wenn man so will. Und einer ist unter dem Sitz, waagerecht, auf der Platine. Wir haben also zwei Akkus drin, die auch Laufzeiten von über zwei Stunden ermöglichen. Das ist schon ganz ordentlich. Je nach Belastung ist schon ganz ordentlich, aber da kommt noch mehr. Das habe ich mir fast gedacht. Das wäre nicht Wieland Fissmann, wenn er jetzt nicht diese Aussage gemacht hätte. So, auf der Grafik sehen wir natürlich auch noch bei den Basisfahrzeugen, und das wollen wir Ihnen auch noch mal ein bisschen näher bringen, liebe Freunde, es sind ja auch viele Lichtfunktionen eingebaut. Ja. Wir werden es uns auch gleich noch mal dann auf der Anlage hier angucken, aber erst mal ein bisschen Theorie müssen wir machen, um Ihnen das noch mal ein bisschen näher zu bringen. Da auf den Fahrzeugen, wo Rundumleuchten angebracht sind, die Dinger gehen auch wirklich. Müssen nicht natürlich. Die Baufahrzeuge und auch die Einsatzfahrzeuge haben ja eben Gelblicht oder Blaulicht. Genau. Muss natürlich nachgebildet werden. Und haben wir auch ganz gut hingekriegt. Oben
Im Dach ist der Riedkontakt zum Ein- und Ausschalten. Ja. Kabineninnenbeleuchtung, sodass man die Figur natürlich auch besser sieht. Mhm. Weil wie in Wirklichkeit, wenn ein Fahrer ein- oder aussteigt, geht das Kabinenlicht an. Echt? Natürlich. Also wieder, das Kabinenlicht geht an. Die Scheinwerfer gehen natürlich auch an. Man kann ja auch nachts fahren. Und hat mir Wieland verraten, dass die Scheinwerfer noch mehr machen, außer Ablendlicht. Wir haben Ablendlicht, wir haben Fernlicht. Und sogar wenn durch unsere Abstandsregelung ein LKW auffährt, wie in Wirklichkeit, gehen die Bremslichter an. Mhm. Er wird langsamer, dass er nicht auffährt. Und das Ablendlicht wird eingeschaltet, damit der Vordermann im Spiegel nicht geblendet wird. Da fehlen halt die Worte. Es ist unglaublich. Ja. Also blinken tut das Gerät auch. Wir zeigen es Ihnen dann auch gleich über das, was wir jetzt theoretisch sprechen. Denn Sie haben es ja schon bemerkt, wir haben hier diese kleine, tolle Vorführanlage. Die bleibt dann mal hier. Ja, das ist meine. Nehme ich wieder mit. Das ist seine. Zeigen wir Ihnen natürlich auch gleich jetzt im Anschluss daran, wie das alles gemeint ist, beziehungsweise wie das funktioniert. Und wir müssen auch dazu sagen, hier auf der Anlage ist was verbaut als Straßenbelag? Das ist ein Vollmer Steinkunststraßenbelag hier, die 80 mm Breite. Ist ein Kompromiss, weil auf der Anlage ist meistens wenig Platz. Und wir haben hier die kleinen 120 mm Radien verbaut. Ja, ja. Das ist ein bisschen eng, da muss man die Magnete schon, die Magnetstreifen schon ein bisschen nach außen legen. Aber mit 150 mm Radius funktioniert es einwandfrei, auch mit Anhängern. Und es gibt ja andere Straßensysteme auch, auf denen unsere Fahrzeuge problemlos fahren. Also was haben wir gerade gelernt, liebe Freunde? Man kann sich, was den Straßenuntergrund betrifft, auch aus dem Hause Fissmann bedienen. Das heißt also, Sie kriegen hier eine Lösung aus einer Hand wiederum angeboten mit der Vollmer Steinkunst, mit dem Straßenbelag, den darunter zu klebenden Magnetstreifen. Zu denen kommen wir noch, wie das funktioniert. Können Sie sich also, wie gesagt, wie aus einem Baukastensystem bei Fissmann bedienen. Das finde ich mal toll. Wobei die Steinkunststraßen natürlich jetzt speziell für das Car-Motion-System noch weiterentwickelt werden. Merken sich das. Es wird weiterentwickelt. Natürlich. Ja, Wieland, was hältst du von der Idee, dass wir mal ganz kurz hier etwas rumspielen? Ja, gerne. Es fängt an, indem ich ja diesen Zauberstab habe hier. Dieser Zauberstab, jetzt müssen wir das nochmal erklären. Du hattest gesagt, Riedkontakt, das ist ja eine Art mechanischer Schalter. Ja, genau, weil im Prinzip muss man ja, wenn die Fahrzeuge länger stehen, die Akkus schonen. Das heißt, wir haben dann keinen Standby-Betrieb, der Batterie braucht, sondern er muss wirklich mechanisch abgeschaltet werden. Und diese Riedkontakte sind ja praktisch wie diese kleinen Mikroschalter, die man bei anderen Fahrzeugen hat, um das Fahrzeug wirklich stromlos zu machen. Und der Riedkontakt ist nichts weiter als ein mechanischer Schalter, der nur mit einem Magnet bedient wird. Da muss ich das Fahrzeug nicht runternehmen mit der Hand schalten oder mit einer Pinzette, sondern ich kann hier mit so einem Magneten vorne jetzt drin. Jetzt geht's los. Die Feuerwehr wird in Betrieb hier vorne genommen. Einschalten. Ich brauche nur das hier oben übers Dach ein bisschen zu halten. Dann kann ich die einschalten und das Fahrzeug fährt los. Und das Fahrzeug fährt los. Als Zeichen des Einschaltens wird dann, wie als wenn ein Fahrer einsteigt, das Kabinenlicht eingeschaltet. Ja. Dann weiß ich, ja, er hat es verstanden und das kann ich dann wieder genauso ausschalten. Kabinenlicht geht wieder an und das Fahrzeug steht und ist jetzt wirklich stromlos. Das heißt, die Akkus sind geschont vom Standby. Nun gibt es ja noch eine Verfeinerung, hat mir Wieland gerade verraten. Man kann es ja auch mit der Fernbedienung machen. Ja, die Fernbedienung hat natürlich auch diesen roten Knopf hier, wo ich dann auch das Fahrzeug ausschalten kann. Ja. So, solange das Fahrzeug Strom hat, hat es ja Kontakt zur Fernbedienung über die Infrarotsensoren. Ja. Und damit kann ich das Fahrzeug, wenn es eingeschaltet ist, auch ausschalten. Ausschalten. Dazu brauche ich dann keine Mechanik. Klar. Beim Wiedereinschalten brauche ich entweder diesen Magnetstift hier oder aber wir haben jetzt hier vorne einen Magneten in die Fernbedienung eingebaut, sodass ich nicht immer gucken muss, Mensch, wo habe ich denn jetzt meinen Magnetstift zum Einschalten? Das ist ja immer so. Ich kann auch hier wieder mit der Fernbedienung, die eigentlich nur über Infrarot geht, auch mechanisch diesen Riedkontakt bedienen. So, die Fernbedienung ist ja auch, ist jetzt, sage mal, schon die nächste Stufe. Also man kann das Basisfahrzeug durchaus erstmal fahren lassen mit deinem Zauberstab, ohne Probleme. Ja. Aber die Fernbedienung kann ja dann noch ein bisschen mehr. Hier kann ich ja noch ein bisschen
wie soll ich sagen, die Geschwindigkeiten ändern. Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel. An und für sich haben unsere Ingenieure die Fernbedienung gedacht, um ohne den Computer, ohne das, den Car-Manager zu aktivieren und Programmierstecker reinzustecken, kann ich mit der Fernbedienung Geschwindigkeiten einstellen, Dachblinker ein- und ausschalten und solche Dinge. Mhm. Eigentlich zum Konfigurieren des Fahrzeugs. Ja. Und dann haben die Jungs gesagt, naja, nein, wenn ich das schon habe, dann kann ich damit auch fahren. Ich kann das dann auch hier einschalten. Ja. So, dann fährt er los. Ja. Ich kann zum Beispiel hier, geht natürlich nur von vorne, weil die beiden Read-Kontakte, Infrarotsensoren vorne unter der Achse sind, das sind die Empfänger. Ja. So kann ich jetzt das Fahrzeug auch beschleunigen in 10 Kilometer Schritten, wird er schneller. Mit Minustaste kann ich ihn wieder verlangsamen. Ja. Dann gehen auch jeweils die Bremslichter an. Ja. Ich muss immer warten, bis er von vorne, bis ich ihn von vorne erwische und kann den in 10 Kilometer Schritten runter machen, bis er steht. Und jeweils gehen die Bremslichter an hinten. Und ich kann zum Beispiel auch, ich lasse mal ein Stückchen weiter vorfahren jetzt. Mhm. So, bleibt er wieder stehen. Ich kann zum Beispiel jetzt auch die Blinker einschalten, links und rechts. Ich kann hier oben die Rundumlichter einschalten, die Blinklichter. Ich kann den Warnblinker einschalten. Ja. Also alles mit der Fernbedienung. Alles mit der Fernbedienung. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn ich so eine Fernbedienung habe und das Basisset, kann ich eigentlich schon ganz ordentlich meine Fahrzeuge fahren lassen. Genau. Ich kann zum Beispiel auch hier, ich sehe es jetzt nicht, aber das Licht ein- und ausschalten. Ja. Ich kann das Fernlicht ein- und ausschalten. Ja, man sieht es. Ja, Fernlicht, Abblendlicht. Ja. Und ich kann das, wie gesagt, auch mit der Stopptaste stoppen, das Fahrzeug. Jetzt muss ich natürlich wieder mit dem Magnet draufgehen. Und das wieder einschalten. Damit ich eben mechanisch den. Ja. Das wäre also jetzt erstmal die vereinfachte Form. Zu den etwas anderen Ausstattungsvarianten kommen wir noch, aber ich würde vorschlagen, wenn wir schon jetzt zusammen hier ein bisschen spielen, du hattest gesagt, die Infrarotsensoren reagieren auf das vordere Fahrzeug. Das heißt also, wenn ich jetzt zwei Fahrzeuge in einer Spur habe, reagiert das vielleicht hinterherfahrende langsamere Fahrzeug auf das vordere Fahrzeug und bremst ab. Genau. Das können wir doch mal so probieren. So sollte es sein. So sollte es sein. Das will ich jetzt sehen. Ja, genau. Halten wir das mal an hier. Den halten wir mal an, genau. Der vordere simuliert gerade einen Schaden, da hat Warnblinker an. Genau. So, und jetzt lassen wir den etwas schnelleren LKW. Jetzt den schnelleren LKW hinterherfahren. Er fährt auch wunderbar. Sie gucken sich das mal an. Also nicht ruckartig an, sondern es geht sanft los. Beschleunigungsrampe, sodass das. Jetzt gucken sich an. In Wirklichkeit. Jetzt kommt der Rambo von hinten relativ schnell angefahren und zack. Und hier kann man auch sehen, dass auch der Anhänger hinten diese Infrarot-LEDs drin hat, die nach hinten senden und sagt, hier, stopp, halt. Zack, wieder drauf. Sehen Sie das? Wunderbar. Ich habe eine Schwierigkeit, ich bin langsam, fahre mir nicht drauf. Und wie gesagt, in dem Moment kann man auch sehen, dass die Bremslichter angehen und das Abblendlicht wird eingeschaltet. Ja. Unglaublich. Tja, das sind wir. Tja, sagt er einfach. Tja, gut. Dann wollen wir mal weitermachen in unseren Grafiken wieder. Jetzt haben wir mal ein bisschen gespielt. Das Ganze funktioniert auch im gegenläufigen Verkehr. Man kann jetzt natürlich entgegengesetzt noch einen anderen LKW schicken. Die begegnen sich, die fahren aneinander vorbei. Das funktioniert natürlich genauso. Gucken Sie sich das mal an. Der Rambo will immerfort ran. Und tja, das ist so ein kleiner Rennfahrer. Aber Sie sehen, das funktioniert wirklich hervorragend. Ein bisschen anders als bei manchen Systemen, was wir bisher hatten. Ja. Dass die Fahrzeuge aufeinander knallen. Also insofern ist das schon eine kleine Innovation, dass also die Fahrzeuge nicht miteinander kollidieren. Ja. Ja. So, die nächste Grafik haben wir auch vorbereitet. Wir wollen Ihnen das noch mal ein bisschen erklären. Es ist nämlich die nächste Stufe, die Konfiguration der Car-Motion-Fahrzeuge im Auslieferungszustand. So, jetzt ist der Techniker gefragt, Wieland, jetzt musste Rede und Antwort stehen. Das mache ich gerne. Ja. Ja, im Prinzip möchten wir ja
arbeiten mit möglichst einfachen Mitteln. Mhm. Und da hatten unsere Ingenieure die Idee, okay, wir können natürlich auch im späteren Verlauf digital fahren und haben auch von außen Einfluss auf die Fahrzeuge. Aber es muss ja erst einmal jetzt auch preiswert sein. Mhm. Und bei der Vollausstattung dieser Fahrzeuge, die sind so vollgestopft mit Elektronik und mit Software, ja, genügt es, wenn wir ganz einfache Dauermagneten in die Straße einbauen. Ja. Ich kann ohne jetzt groß Elektronik in Bewegung setzen, ja, mit Hilfe von Dauermagneten die, ja, Elektronik an den Fahrzeugen beeinflussen und die verstehen Befehle. Genau, die Fahrzeuge haben hier unten drunter, ja, einen sogenannten Halssensor. Ja. Der reagiert auf die Magnete. Mhm. Der reagiert sogar so sensibel auf die Magnete, dass der entweder Südpol oder Nordpol erkennt, oh, vom Magneten. Mhm. Da haben wir schon mal eine Unterscheidung. Und dann durch Magnetfolgen von einem Magneten bis drei Magneten in gewissen Abständen kann ich dann über die Magnetfolge dem Fahrzeug sagen, halt, du blinkst jetzt links, stoppst in 10 Zentimetern, machst die Bremslichter an, fährst schön langsam auf deinen Nullpunkt. Nach 5 Sekunden startest du wieder, weil du vor einer Ampel stehst oder vor einem Stoppschild, vor einem Zebrastreifen. Mhm. Und dann fährst du 30 Zentimeter mit km/h 50. Mhm. Und dann kommt ein Ortsschild, dann fährst du 80. Ortsschild und 80? Raser. Nach dem Ortsschild beim Ausgang, also natürlich. Natürlich beim, okay, Ausgang. Also, sag jetzt mal salopp, vereinfacht gesagt, liebe Freunde, wäre das die Analogversion zur Digitalversion. Ich kann also die Fahrzeuge mit Hilfe der Magnete analog steuern. Könnte man so sagen, wobei die Elektronik und die Software sind natürlich hier wesentlich leistungsfähiger als die von einer Analoglokomotive. Das ist richtig. So, und jetzt hattest du Software angesprochen, jetzt sind wir nämlich gleich beim nächsten Thema. Ja. Es gibt ja noch den sogenannten Car Manager. Was ist das? Naja, das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich die Dauermagnete fest in der Straße eingebaut habe, mit einer gewissen Magnetfolge, ja, die bestimmte Werkseinstellungen das Fahrzeug hat, ja, worauf dann eben die Dauermagnete konfiguriert sind. Dann kann ich aber sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Magnete hintereinander habe, die bewirken, ich stoppe jetzt, fahre langsam, mache die Bremslichter an, mache den Blinker links, mhm, fahre 30 Zentimeter mit 30 km/h, ja, und dann beschleunige ich. Genauso kann ich jetzt diese Werkseinstellung für ein anderes Fahrzeug so einstellen mit dem Programmiergerät, dass ich sage, okay, du machst nicht den Blinker links, du bleibst nicht in 10 cm stehen. Du ignorierst das ganz einfach, diese Magnetfolge. Du fährst, mhm, einfach gerade durch, okay, oder du setzt den Blinker nicht links, sondern rechts. Und fährst nicht mit 30 km/h, sondern mit 50 oder mit 80, weil ich nicht mehr im Ort bin. Das sind alles so Möglichkeiten, die ich mit dem Car-Manager einstellen kann. Ich kann auch die Grundeinstellungen verändern. Ich kann Dauerlicht einschalten und, ja, so weiter. Wo bekommt der Kunde Car-Manager her? Das ist kostenlos im Internet herunterladbar. Kann man bei euch da runterladen? Das ist, die Software Seite steht kostenlos auf unserer Homepage zur Verfügung, ja. Zu den Fragen und Antwortenspiel kommen wir nachher noch. Auch wenn ich hier und da schon mal ein bisschen was einfließen lasse, liebe Freunde, warten Sie noch ganz geduldig. Wir werden noch einige interessante Fragen für Sie klären, beziehungsweise ich werde versuchen, aus der Sicht des Modellbahners Wieland etwas zu löchern, damit er mir also auch oder Ihnen vor allen Dingen zu Hause das auch nochmal erklären kann, wer sich dafür interessiert. Ja, Car Manager hatten wir durch. Also ich kann das programmieren und dann geht die Post ab und dann kann ich wie so eine kleine Welt die Fahrzeuge extra von meiner Anlage steuern. Wie gesagt, ich kann natürlich auch mit der Fernbedienung diese Konfiguration verändern. Die Magnetfolge nicht, aber alles andere, Grundeinstellungen von Geschwindigkeiten und so weiter, kann ich auch mit der Fernbedienung konfigurieren. Dafür war es eigentlich mal erfunden, aber jetzt kann sie viel mehr. Es ist, wie gesagt, alles fließend, alles ändert sich. Jetzt kommt mir natürlich auch ein kleiner ketzerischer Gedanke. Wenn ich jetzt keine Modelleisenbahnanlage haben möchte, dann habe ich doch die Möglichkeit, mir eine neue Spielewelt aufzubauen, mithilfe dieses Systems. Ja, das ist ja auch Hintergedanke unserer gesamten Entwicklung, dass wir jetzt die Elektronik unten reingepackt haben, die Akkus unten reingepackt haben, dass die Ladeflächen frei sind. Und der Hintergedanke ist natürlich der, Elektronik wird immer kleiner,
Irgendwann verschwindet sie ganz, habe ich jetzt mal spätisch gesagt. Irgendwann verschwindet sie, ja. Sodass wir diese Technik, die wir hier haben, auch in PKWs reinbekommen. Wir sind jetzt dabei, relativ kleine PKWs zu entwickeln, wo wir mit einem 4mm Motor die antreiben, wo wir möglichst die gesamte Technik hinten mit dem fünfpoligen Stecker für die Anhänger, hatten wir noch gar nicht erwähnt, das wird vielleicht nicht funktionieren, aber alles andere mit dem Riedkontakt, mit der Beleuchtung, ich strebe sogar an, da auch eine Figur reinzusetzen, weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe, aber die ersten Entwicklungen sehen schon ganz vielversprechend aus und meine Meinung ist die, dass bis jetzt ja die Eisenbahn, wo ich ständig Zugriff zur Lok habe, ich habe ständig Strom drauf, ich muss keine Energie sparen und so weiter. Deswegen hat natürlich der Spielwert ist natürlich bei der Eisenbahn viel um Vielfaches höher, auch durch die vielen Modelle, die es im Laufe der Jahrzehnte neu rausgekommen sind, ist der Spielwert bei der Modellbahn natürlich wesentlich größer. Das ist hier bei den Straßenfahrzeugen nicht so, weil ich doch relativ viel Platz brauche. Mhm. Es geht noch bis zum SUV, die Technik da reinzubringen. Wenn ich dann natürlich schon irgendwie mit Ultraschall arbeite und so weiter, sind die Empfänger natürlich relativ groß. Und dann hat das eine gewisse Begrenzung. Und unser Ziel war es, ganz einfach eine Entwicklung voranzutreiben, wo ich auch möglichst kleine Fahrzeuge damit ausstatten kann. Und dann kann ich ganze Städte, ganze Landschaften, Landwirtschaft wirklich realitätsgetreu nachbilden und habe dadurch in Verbindung mit Straßenbahnen, mit Bussen, mit PKWs. Und wenn die dann noch ein Stückchen rückwärts fahren können, in eine Garage rein zum Beispiel, dann bin ich gewaschen und gekämmt und dann habe ich einen Spielwert auf der Straße, so wie auf der Eisenbahn. Ich will mir selbst auch nicht Konkurrenz machen, wir machen ja auch Eisenbahn, ganz klar. Ist natürlich aber eine schöne Ergänzung, wenn wir den Stadtverkehr, den Straßenverkehr ähnlich Spielwert geben können wie der Eisenbahn. Das ist klar. Du sprachst jetzt gerade an mit dem Rückwärtsfahren. Das ist ja mal eine interessante Geschichte. Die Dinger fahren wirklich rückwärts, liebe Freunde. Und es gehen die Rückfahrscheinwerfer dazu an. Das ist für mich absolut der Gipfel. Und man kann natürlich auch die vorhandenen Modelle, die es aus dem Hause Fiesmann gibt, das heißt also Garagen, Wartungshallen und so weiter, auch rückwärts reinfahren. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, liebe Freunde, Sie haben es gerade noch mal gesehen, diesen kleinen kurzen Einspieler. Man kann also auch hier ganz wunderbar vorhandene Dinge, die es aus dem Hause Fiesmann gibt, benutzen. Und Wieland hat jetzt ein Experiment vor. Er fährt mit diesem LKW rückwärts außerhalb des Magnetstreifens. Auch das funktioniert. Ja, natürlich. Man hat ja diesen kleinen Film gesehen, jetzt wo die Feuerwehr rückwärts in die Feuerwehrhalle reinfährt. Das kann man mit diesen Dauermagneten steuern. Ja. Das funktioniert auch sehr zuverlässig mit den Hallsensoren im Automatikbetrieb, weil ich will ja auch einen Spielewert haben, wo ich sage, okay, ich kann ganze Fahrstraßen mit diesen Dauermagneten, mit Weichen und so weiter erstellen, auch mit Windtrack heißt es. Ne? Windtrack? Ja, Windtrack. Ich möchte aber auch mal per Hand rückwärts fahren wollen. Alles also spielen. Sag's doch, wie es ist. Jetzt spielen wir mal. Und das geht auch hier mit der Rückwärtstaste, mit der Umkehrtaste von der Fernbedienung. Guckt euch das an. Jetzt sind erstmal die Rückfahrscheinwerfer. Kann ich ganz angegangen. Einfach hier die Rückfahrscheinwerfer. Jetzt gehen sie an. Jetzt hat er Rückwärtsgang und jetzt eingelegt. Hat er im Schleichgang, im ersten Gang, kann ich rückwärts und fahren. Bremsen und anhalten. Ja. Und ich kann mit der Plus-Taste jetzt den Fahrt wieder vorwärts fahren. Auch in 10 Kilometer Schritten wieder beschleunigen oder anhalten. Unglaublich. Schön. Schöne Spielerei. Macht richtig Spaß. Also funktioniert so oder auch so? Natürlich. Weil ich muss ja auch später mal, wenn zum Beispiel ein LKW auf der Baustelle fährt, muss der mal rückwärts zum Bagger hinfahren, dass er beladen werden kann. Solche Dinge müssen hier realisierbar sein. Also ich glaube, Sie merken schon bis hierhin, liebe Freunde, es macht uns beiden hier wirklich viel Spaß. Wieland sowieso, weil er ist ja, ich will jetzt sagen, der Spielfritze, aber das ist absolut, was du hier hingelegt hast. Da ist also wirklich viel reingeflossen, viel Ideen reingeflossen.
Und das sind so kleine, niedliche Sachen, selbst wenn die Rückfahrscheinwerfer angehen. Wir sind mal gespannt, was noch so alles kommt im Laufe der Zeit. Ich bin mir da nicht so sicher, ob Wieland naja, noch ganz andere Sachen. Ich hatte ja jetzt bei der Neuheitenvorstellung schon gesagt, dass wir natürlich erst einmal auch natürlich aus Kostengründen die Kibri-Fahrzeuge motorisieren möchten. Ja. Die LKWs in der Hauptsache. Dann, was jetzt fehlt, das sind die Epoche 3 Fahrzeuge, Epoche 4 Fahrzeuge, die LKWs. Mhm. Technik ist vorhanden. Sollten also auch, wir einige Neuheiten. Das wäre kein Problem. Sollten wir bis zum nächsten Jahr einige ja. Neuheiten herstellen können. Natürlich auch Anhänger oder Farbvarianten mit diesen schon vorhandenen Fahrzeugen hier. Ja. Farbvarianten, weil wir können natürlich jetzt auch andere Aufbauten drauf machen. Das ist ja das Schöne auch für den Endverbraucher, für den Modellbahner. Mhm. Wenn er irgendwelche Kibri-Bausätze hat, er kann ja hier auch unbeleuchtete Anhänger dranhängen. Ja. Er kann mit unseren Nachrüstsätzen seine Anhänger, die er schon hat, Auflieger, nachrüsten mit diesen Stoßstangen hier und dann sind die voll funktionsfähig, auch mit den Infrarotsensoren durch die fünfpolige Kontaktstecker hinten an den LKWs. Also jetzt haben wir schon eine Modellvielfalt, die sucht seinesgleichen mit den vorhandenen Kibri-Anhängern und so weiter, mit diesen Fahrzeugen. Und das toppen wir dann nochmal im Laufe der Zeit, was naheliegend ist, dass wir eben andere Epoche-Fahrzeuge von Kibri mit dieser vorhandenen Technik ausstatten. Und ich hatte ja auch schon gesagt bei der Neuheitenvorstellung, dass das nur die Basismodelle sind, was jetzt hier gezeigt worden sind. Und die sind mit Elektronik und auch softwaremäßig so aufrüstbar. Elektronik, also die Hardware ist schon drin, da brauchst du gar nichts mehr, bis auf ein kleines Set, was dann ansteckbar ist. Und dann kommt nochmal eine technische Revolution, nochmal eine Dimension obendrauf, die auch genauso viel Spaß macht und so ja, revolutionär oder bewegend ist, als das, was wir jetzt schon haben. Es bleibt also wieder in Bewegung. Wieland hat ja schon jetzt angedeutet, liebe Freunde, ich habe 1000 Bilder im Kopf, weil er sagte, die Kibri-Fahrzeugpalette, da kann ich mir ja wirklich vorstellen, was da so alles noch motorisiert wird. Zum Beispiel die Unimox von Kibri. Ja. Wenn wir die motorisiert haben, da gibt es so viele Modellvarianten, so viele Funktionen, auch Zusatzfunktionen, die man vielleicht mal realisieren kann. Das ist gigantisch, was da zu machen ist. Schon bleiben wir schön bei den Fahrzeugen. Jetzt kommen wir ins Träumen, ins Schwärmen. Ich glaube, wir freuen uns alle schon drauf, genauso wir wie Sie, liebe Freunde. Aber wir kommen mal zurück zu der Basis. Zu diesen Fahrzeugen. Wir hatten Ihnen ja gerade die Grafik gezeigt mit den Dauermagneten. Wenn wir die noch mal haben können, bitte ganz kurz. Genau. Und zwar ergibt sich für mich jetzt eine Frage. Wir haben ja einen Magnetführung in der Fahrbahn eingelassen. Die Magnetbänder. Oder ganz normalen Fahrdraht funktioniert genauso. Genauso. Ja. Das ist mal bei der Kompatibilität. Das ist die Kompatibilität auch zu bisherigen Anlagen sicher. Es gibt ja jetzt schon beides, den Fahrdraht als Führungsdraht oder ein Magnetband. Das passt auf alle Fälle. Ja. So, wenn ich jetzt diese Magneten oder wie bringe ich jetzt diese Magneten an? Ich kann die ja unmöglich unter dem Magnetband anbringen oder wo die Führung ist für das Fahrzeug, sondern die müssen ja irgendwie außerhalb. Wie weit müssen die jetzt von dem oder dürfen die von dem Magnetband weg sein? Die Dauermagneten werden 11 bis 13 mm links von dem Magnetband oder von dem Führungsdraht installiert. Die Abstände sind 2 bis 3 cm, die notwendig sind. Und da wird einfach ein 4 mm Loch in die Fahrbahn gebohrt, den Magnet reingesteckt. Das kann man dann entweder mit einem Gullideckel oder mit entsprechender Farbe kaschieren, sodass man das nicht mehr sieht. Man muss darauf achten, ist aber auch kein Problem. Ist in der Anleitung beschrieben, wie man feststellt, was ist Südpol, was ist Nordpol, sodass man die richtige Polung auch in der Reihenfolge hinbekommt. Und die Magneten einzubauen ist eigentlich easy. Nicht das Problem. Das ist absolut. Wie ist das jetzt mit den Führungsmagneten, die in der Fahrbahn eingebaut sind? Ja. Die müssen ja auch in die Fahrbahn eingelassen werden, ne? Oder?
Ja, natürlich. Da gibt es auch entsprechende Fräsmaschinen dazu, so wie beim Fahrdraht, sodass man eine Schlitze fräst oder man nimmt eine Oberfräse aus dem Baumarkt. Und dann also, dass man ca. 1 mm und sollte bündig ja, zu der 3,1 mm müsste es eigentlich theoretisch sein. 3 mm, 1 mm tief. Mhm. Und dann kann man die auch sehr gut in die Anlage einlassen, in das Holz oder was man einmal hat. Die nächste Frage bei den Fahrbahnen, bei den Radien, bei der Eisenbahn oder bei den Modellbahnvorstellungen sieht man immer befahrbarer Mindestradius. Ja. Gibt es das bei dir auch? Ja, wir haben natürlich auch hier Radien. Wir können eigentlich sehr eng fahren. Ist natürlich, enge Radien fahren, ist natürlich bei den LKWs, vor allen Dingen, wenn sie Anhänger haben, wenig sinnvoll, allzu scharf um die Ecken rumzufahren. Wir müssen das bei kleineren Fahrzeugen späterlich sicher realisieren, zum Beispiel bei Unimox, die sehr kurz sind, brauchen wir auch kleinere Radien. Der Lenkeinschlag der Achsen ist nicht das Problem, sondern eben das Kollidieren durch den Nachlauf der Anhänger oder der Auflieger, die dann halt mehr Platz brauchen. Und da muss man dann schon Straßen, man sagt so allgemein, dass man möglichst 100 mm hat. Wir haben Versuche gemacht mit 150 mm Radius und 90 mm breiten Straßen. Mhm. Geht es auch in der Kurve, wenn man die Magnetbänder in den Kurven halt ein bisschen weiter nach außen legt. Das geht. Okay. Ja, lassen Sie uns mal weitermachen. Es gibt ja zu diesen Fahrzeugen ja auch noch eine Menge Zubehör, glaube ich. Ja. Was ja zwingend notwendig ist. Ja. Und zwar gibt es, also ich sage jetzt mal so, in der Basisausstattung ist ja dabei das Ladegerät. Ja, also sprich der kleine. Ein LKW, das ist erstmal hier der blaue Kipper. Der blaue LKW ist dabei. Der ist dabei, dann der Magnetstift. Ja. Dann 12 Stück von diesen Dauermagneten hier, die sind. Ja, kannst du mal hinlegen. Komm dann mal hin. Mal hier hin. Die kann man vielleicht mal so zeigen. Genau, ja, vorlegen, so. Genau. Also diese kleinen Rollendingerchen, die machen sich jetzt gerade selbstständig. So. Zack. Die natürlich zusammen, das sind also wirklich 12 Stück. Ja, kann man, klar. Das sind diese kleinen Dinger. Ja. Vielleicht kann man mal einen daneben liegen, dann legen, damit man es sieht. Ja. Macht er nicht. Er tut ja jetzt nicht den Gefallen, glaube ich. Ja, doch, er ist natürlich sehr. So. Okay. Wenn man so weit genug außen. So. Zu diesen Dauermagneten oder zu diesem Basisfahrzeug. So kann man es zeigen. Muss ich ja auch die Akkus laden, kann das sein? Ja. Ja. Das ist das. Und das ist das Ladegerät hier. Ja. Das eben mit einem. Das heißt, das ist, ja, ich sehe da ist der Stecker dran. Der Stecker, den steckt man unten den ins steckt Auto man hier irgendwo in die Ladebox rein, genau so. Okay, und das Gegenstück ist dann so eine Art USB-Stick, wo ich dann sozusagen. So. Genau. Und das ist. Das kleine USB-Stecker, Mini-USB-Stecker, wo man dann mit einem handelsüblichen Stecker hinten reingehen kann. Adapter und einem großen. Oder mit einem Powerback kann man dann entsprechend das aufladen. Also das ist zumindest, also ohne der Verlängerung, aber nur das Ladekabel hiervon, was wir gerade hatten, ist genau. in der Verpackung. Das Ladegerät dabei. Hier ist dann dabei, genau. So, was nicht dabei ist, ist die Fernbedienung. Die Fernbedienung gibt es extra und auch das Programmiergerät. Das hat die gleiche Form wie das hier. Ja. Hier ist dann ein Schraubenschlüssel drauf oder ein Blitz als zum Ladegerät. Ja. Daran kann man den Unterschied sehen. Und das Programmiergerät wird genauso angeschlossen mit diesem kleinen Stecker hier fürs Fahrzeug und mit der USB-Stecker für den Computer. Ja. Dann ist natürlich auch noch dabei, liebe Freunde, beziehungsweise als Zubehör, weil die LKW-Fahrer wissen das, irgendwann nutzen sich mal die Räder ab. Oder die Felgen werden etwas kaputt gefahren im schwierigen Gelände. Das ist auch als Zubehör erhältlich, die Achsen, die Räder und die Felgen. Die sind speziell zum Nachrüsten für Anhänger. Ach so. Die LKW selbst, die Abnutzung von den Reifen ist so gering. Da muss man schon wirklich 1000 Stunden fahren, also, um die runterzufahren. Also diese Packung sozusagen, ich halte es mal hier hin. Ja, das ist jetzt nicht das Original, da müssen wir den. Da zeigen wir halt mal das Prospekt hin. Da gibt es zwei Sets. Jawohl. So, da haben wir es. Dass man einmal hier einen Radsatz hat mit 8 Rädern und 2 Achsen. Ja. Für einen zwillingsbereiften Anhänger zum Beispiel auszurüsten.
Die bekommen dann bessere Laufruhe, weißt du, weil diese Kipri-Fahrzeuge bis jetzt oder andere, die haben teilweise auch Plastikräder, laufen nicht so ruhig. Ja. Und das mit Stahlachsen in Verbindung mit den neuen Felgen und den Gummireifen haben die eine Laufruhe und die Führung ist auch besser. Die sind auch leiser. Ja. Und hier haben wir das auch mit 6 Reifen für Auflieger zum Beispiel als Nachrüstsetzt. Und wir haben eben diese Stoßstange hinten mit dem fünfpoligen Stecker zum Nachrüstsatz, sodass ich auch jeden Kipri-Anhänger oder auch Fremdfahrzeuge mit der Stoßstange hinten ausrüsten kann. Und dann habe ich auch die vollen Funktionen für den Kollisionsschutz, für die Abstandssteuerung mit Rückfahrtscheinwerfern, mit Blinklichtern und so weiter. Die Vollausstattung. Was auch interessant ist, wir haben es hier unten nochmal, da sind auch schon Fragen gewesen, das Magnetband. Kam immer die Frage, wie lang ist denn das Ding? Ja, 5 Meter sind es, aber die sind nicht im Ganzen, sondern einzelne Stücken. Nein, das sind 5 Stück, 5 Meter. Also 5 Stück, 1 Meter. 5 mal 1 Meter drin, die man dann in der Straße verlegen muss. Genau. Alles klar. So. Jetzt kommen wir wieder mal ein bisschen zurück zum Spielen und zum Vorführen, denn das ist ja auch so ein bisschen für uns ja immer wieder schön. Wieland, wir hatten bei der Neuheitenvorstellung ja auch mal ein interessantes Experiment gemacht. Wir hatten eine 15 Grad... Mit der Steigung. Die Steigung, das war ja auch so eine Frage, wie hoch kann ich denn? Mehr als 3% was nach? Oder was schafft der denn? Dazu haben wir auch einen kleinen Film vorbereitet. Ich finde das unglaublich. Gucken Sie sich das mal an, wie zügig er da hochfährt. Ja, man sagt ja so allgemein auf der Modellbahnanlage, 4-5% sollte man nicht überschreiten. Ja, da hat man ein bisschen mehr drauf. Ist auch unrealistisch. Wenn es mal in ein Bergdorf hochgeht, dann hat man auch schon mal 10% oder 8%. Und wir haben das hier geschafft. 15%, das Getriebe ist so robust, denn der Motor ist so robust, wir können ohne weiteres 15%ige Steigungen fahren mit Anhänger. Und die Traktion ist bei 15% schon so gut, dass ich keine Gewichte auf dem LKW brauche. Das aber ist schon mal sehr gut. Aber wir haben da ein bisschen rumgespielt. Aber zur Demonstration des kraftvollen Motors und der Traktion haben wir dann auf den LKW und auf den Anhänger jeweils nochmal 26 Gramm draufgepackt. Das ist so viel, fast wie die Fahrzeuge selber wiegen. Ist sogar noch mehr, weil die LKW zum Beispiel, hier dieser mit Anhänger, wiegt knapp 50 Gramm, 48 Gramm. Mhm. Und die Gewichte, die wir draufgepackt haben, waren über 50. Das heißt, der zieht also bei 15 Grad Steigung mehr als sein Eigengewicht. Und das ist schon eine ganz ordentliche Leistung. Ja. Das heißt also, wenn Sie, liebe Freunde, das auf Ihre Anlage nachrüsten, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, und Sie haben starke Steigungen drin in Ihren Fahrbahnen, die packen das. Apropos Nachrüsten. Es gibt ja auch Modellbahnfreunde, die sagen, Mensch, das ist so genial, das will ich jetzt haben. Ja. Nun habe ich aber schon eine Straße aufgebaut. Da muss man schon ein bisschen handwerklich wieder Hand anlegen. Nein, im Prinzip alles, was Mechanik angeht, was die Fahrstraßen angeht, die Magnetbänder oder Stahldraht als Führungsdraht funktioniert ohnehin. Ja. Auch alle Weichen, die man hat, eben Abzweigungen mit den Servomotoren, die es so gibt, auch darauf reagieren die Fahrzeuge ganz normal, wie andere auch, weil sie haben ja hier vorne den Magneten in der Vorderachse, wo die dann eben geführt sind. Und dann ist es den Fahrzeugen oder der Anlage egal, welches Fahrzeug darüber fährt, was für ein Hersteller. Das funktioniert darüber hinaus über den Hallsensor, der auf unsere Dauermagnete reagiert. Der reagiert auch auf die elektromagnetischen Stoppspulen anderer Hersteller. Mhm. Funktioniert genauso gut. Ja. Auch das ist kompatibel. Ja. Insofern sind die Fahrzeuge voll kompatibel. Mhm. Was natürlich nicht funktioniert, das sind unsere Abstandssteuerungen mit den Infrarot-LEDs. Die haben eine etwas andere Frequenz. Wir haben eine höhere Übertragungsrate. Das heißt, das ist ein bisschen unempfindlicher, funktionssicherer. Aber wir sind jetzt auch mit anderen Herstellern dabei, zum Beispiel mit Open Cars, wo wir auch eine Zusammenarbeit anstreben. Und da ist auch schon von der Seite her Bereitschaft signalisiert, dass wir zusammenarbeiten.
weil das sind ja auch viele Hersteller, die nur die Elektronik dazu machen. Mhm. Die haben keine Fahrzeuge. Ja. Und die sind eigentlich darauf angewiesen, Basisfahrzeuge irgendwo herzukaufen, mhm. die motorisiert mhm. sind. Und da ist natürlich auch jetzt die Forderung von diesen Anwendern, dass sie sagen, Mensch, mach doch das System auch kompatibel zu Open Cars oder zu anderen Systemen. Mhm. Und da sind wir natürlich auch jetzt mit unseren Software-Schreibern, mit unseren Elektronikern, mit den Fremdfirmen dabei, das auf die Reihe zu bringen, mhm. dass das auch zumindest in Teilbereichen kompatibel ist. Was sage ich Ihnen jetzt, liebe Freunde? Das sind Informationen aus erster Hand. Das ist schon ganz toll, auch was die Aussicht, die Zukunftsaussicht ja. dieses Systems betrifft. Ich glaube, das werden sehr viele gern hören, was du jetzt gesagt hast. Wie sieht's aus? Wollen wir noch ein bisschen spielen? Ich hatte so gedacht, wir lassen mal ein bisschen was gegenläufig noch fahren. Ja. Kriege ich das auch hin? Wir versuchen es. Wir versuchen es mal. Ich lasse mal hier, ich tue mal jetzt mal diesen... Wieland, ich habe eine schlechte Hand. Du musst das hier auf die Seite, hinten rechts. Der Fachmann. Ja, das ist Übung. Das ist Übung, macht den Meister. Ja, man, wir lassen jetzt noch mal die bisschen. Fahrzeuge ein bisschen im Kontext hier miteinander fahren. Ich finde das so klasse. Einfach mal so an die... Nee, andersrum, ja. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt lassen wir die Feuerwehr mitfahren. Wir lassen. Genau. Wir schauen uns das nochmal an hier auf dieser Anlage. Ich finde das toll. Sie begegnen sich. Und das ist jetzt die 80 mm breite Straße, die ist schon sehr schmal. Ja. Vor allen Dingen jetzt mit dem. Guckt euch das mal an, liebe Freunde. Jetzt müsste die Feuerwehr gleich bremsen, auch wenn er Blaulicht hat. Guckt euch das. Der ist immer noch kaputt, Wieland. Der hat immer noch Warnblinker. Ich kann ja versuchen, ein bisschen schneller zu machen. Ja, jetzt gibt er Gas. Er sieht die Feuerwehr im Rückspiegel. Ich kann auch mal die Warnblinker ausschalten. Ja. Jetzt ist er wieder repariert, jetzt fährt er wieder ganz normal. Jetzt hat er schnell einen Eingriff gemacht, die Kaffeekanne beiseite gesetzt. Also ich finde das ganz große Klasse, wie diese Fahrzeuge hier im Rund sich bewegen. Ja. Es macht auf alle Fälle viel Spaß. Es ist sicherlich auch, mit einem kleinen bisschen handwerklichen Geschick auch schnell aufgebaut. Ja, sicher. Und wer noch gar kein System auf der Anlage liegen hat, muss natürlich jetzt mit ein bisschen handwerklichen Geschick das auf seinen Straßen nachrüsten. Ja. Aber das sollte eigentlich auch funktionieren. Das sollte auch funktionieren. Ja. Haben wir noch ein Auto, was fährt? Nein. Ich doch. Weiß es nicht. Ob's eine Sattelzugmaschine machen wir noch an. Jetzt muss der blaue LKW wahrscheinlich bremsen. Oh, der gibt Gas. Gut, der ist leichter. Ja. Guckt euch das mal an hier, liebe Freunde. Ist das nicht schön? Es ist unglaublich. Da haben wir noch ein Auto. Können wir das noch drauf? Guckt euch das mal an. Das funktioniert wunderbar. Ja. Als Einstimmung für Sie. Auch wenn man zum Beispiel Abzweige hat. Ja. Man kann auch durch die Dauermagneten mehrere Autos hintereinander stehen lassen. Wie hier zum Beispiel könnte man jetzt... Oder ist auch, glaube ich, programmiert, wenn mich nicht alles täuscht. Kann man jetzt Fahrzeuge ausweichen lassen, zum Beispiel, ja. stehen lassen oder wie auch immer. Wir haben es ja auch in dem Einspieler gesehen, Wieland, dass die Fahrzeuge ja auch an die Tankstelle ranfahren und stehen bleiben. Ja. Das war ja eigentlich also auf so einer gestalteten Modellbahn. Also ich finde es klasse. Ist schon ganz viel machbar. Macht richtig Spaß. Ist ganz viel machbar. Ja, ja, liebe Freunde, dann lassen Sie uns noch mal... Während wir das hier so fahren lassen, ein bisschen auf Ihre Fragen nochmal zurückgreifen. Es gibt auch auf der Seite bei Fiesmann Modell auch eine FAQ-Seite, wo man also die häufig gestellten Fragen nochmal nachlesen kann. Für die, die es noch nicht getan haben, würde ich jetzt gern mit dir, Wieland, nochmal ganz kurz auf wichtigste Fragen eingehen. Ja. Eine Frage, die bei uns aufgelaufen ist, die gestellt wurde, du hattest sie auch, glaube ich, zwischendurch schon mal beantwortet. Er hat ein Digitalsystem, das Windtrack Gold, laufen. So, also mit Windtrack Gold könnte ich diese Car-Motion-Serie steuern. Ja, jein. Jein. Ja, schon, weil die alle Digitalsysteme oder Steuerungssysteme zielen ja darauf ab, dass ich eben auf der Straße
die Stoppspulen steuere, ja, die Abweichen steuere, die Servos ansteuere und so weiter. Alles, was Mechanik angeht oder elektronische, elektromagnetische Stoppspulen, darauf reagieren dann die Fahrzeuge ganz normal. Es wird in dem Moment schwierig, wo zum Beispiel, ich glaube, Open Car hat sowas, dass man in der Fahrbahn, irgendwo am Rande der Fahrbahn, auch diese Infrarot-LEDs eingebaut hat, die dem Fahrzeug bestimmte Signale geben. Ne? Das ist noch nicht kompatibel. Okay. Da werden wir dran arbeiten, aber das ist im Moment noch nicht möglich. Was aber mit Sicherheit funktioniert, ist die Steuerung mit dem Commander. Ja, auch da ist es ganz einfach so, dass der Commander ja auch wie bei unserer Heimanlage, jetzt zur Neuheitenvorstellung, da können wir ja auch die Weichen steuern und so weiter. Und dann ist es lediglich eine Frage, ob ich eine Stoppspule oder einem Servomotor für den Abzweig, für die Autos hier eine Digitaladresse gebe. Und dann kann ich auch mit unserem Commander, mit der Software, auch mit WinDigiPad oder egal was ich habe, kann ich eben die mechanischen Steuerungsteile auf der Anlage steuern. Das geht natürlich. Ja, klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich nehme die gern raus. Ich finde es drollig, weil gefragt wird, wann wird mit der Auslieferung der Camorschen-Serie begonnen? Ab heute. Ja. Lass mich das einfach mal beantworten. Wobei wir natürlich jetzt die Startzeit mal vorgezogen haben. Ne? Ja. Wir haben immer noch gewisse Probleme mit der Elektronikbeschaffung. Ja. Aber wir haben jetzt auch alles dabei, was wir für die weiteren 5 Fahrzeuge brauchen. Ja. Auch Fernbedienung oder Zubehör. Ja. Kein Problem, ist in der Auslieferung, haben wir produziert. Also Verkaufsstart ab heute, die Starterpackung ist auf alle Fälle da. Ja. Und wenn noch irgendwas klemmt, dann ein kleines bisschen Geduld. Aber ansonsten geht es los heute. Ja, wie lange hält eine Akkuladung? Der Bestelleingang, das wollte ich noch dazu sagen, ist eigentlich sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Und das Car-Motion-System ist schon in aller Munde und sehr gut angenommen. Das hätte mich auch jetzt gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Wir freuen uns auch drüber, über den Bestelleingang. Ja. Gibt natürlich auch Motivation, das wirklich so weiterzuentwickeln, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ist schon eine tolle Sache und für unsere oder in der Firmengeschichte schon spitze, schon einmalige Geschichte. Liebe Freunde, muss man schon so sagen. Sie sehen es eben am Gesicht vom Wieland. Also, das hätte mich jetzt wirklich sehr gewundert, dass diese Innovation, die du hier hingelegt hast, hier ist viel Gehirnschmalz reingeflossen, hier ist viel praktische Dinge reingeflossen. Hätte mich jetzt arg gewundert, wenn das nicht so gekommen wäre. Eigentlich wollte ich ja schon lange in Rente sein, aber das macht so viel Spaß, dass ich jetzt noch ein paar Jahre weitermache. Entschuldigen Sie. Und Sie sind schuld, liebe Freunde, dass er nicht in die Rente ging. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen, Wieland, einen kleinen Ausblick gemacht, was in Zukunft alles noch kommen wird. Wird es zukünftig weitere Modelle wie zum Beispiel Busse geben? Busse ist ja auch so ein Thema. Du hattest ja nur speziell die etwas kleineren Fahrzeuge angesprochen. Aber Busse werden ja, glaube ich, nicht unbedingt das Problem sein. Nein, ich meine, da passt ja hier diese Technik ohne weiteres rein. Im Gegenteil, da haben wir noch viel mehr Platz. Das funktioniert natürlich. Und um das Programm abzurunden, werden natürlich auch im Laufe der Zeit auch Busse kommen. Auch sowas kommen. Es macht ja auch Sinn, liebe Freunde, weil ich hatte es vorhin schon auf der Zunge, aber ich kann es ja noch mal sagen. Ich breche jetzt mal eine Lanze für die Straßenbahnfahrer unter Ihnen, die also Straßenbahnanlagen haben. Denen wird das natürlich jetzt ganz besonders gefreut haben, die Antwort vom Wieland, weil man kann ja auch in den Nahverkehrsbetrieb nachbilden mit Straßenbahnen, mit Stadtbussen etc. pp. Ja. Das macht ja wieder Sinn und da sind wir wieder bei der eigenen Spielewelt, was du vorhin angesprochen hast. Ja. Also die Möglichkeiten, diese Fahrzeuge da einzusetzen, liebe Freunde, sind riesengroß und ich glaube, das wird toll. Ich sag's ganz einfach so. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann oder du, Wieland, die ersten Fotos von Anlagen geschickt, wo dieses System entsprechend eingebaut worden ist. Und da würden wir uns natürlich auch riesig freuen, wenn Sie uns da mal vielleicht das ein oder andere Bild schicken, weil es ist so genial. Es macht so viel Spaß, wo die vor mir fahren. Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Können die Car-Motion-Fahrzeuge auf der Anlage vollständig stromlos gemacht werden?
Ja, sicher. Das ist ja das, was ich erklärt habe, mit den Riedkontakten, die ein mechanischer Schalter sind, sodass die Fahrzeuge, wenn sie ausgeschaltet sind, mit dem Magneten oder mit der Fernbedienung hier, sodass die dann wirklich hingestellt werden können und sind völlig stromlos, brauchen keinen Strom für Standby. Okay. Die Frage ist beantwortet werden. Wie werden die Car-Motion-Fahrzeuge angeschaltet, also genauso wie sie ausgeschaltet ganz werden? Genauso. Mit dem Riedkontakt, mit einem Zauberstab. Ja. Ich nehme mal den. Darf ich auch mal zaubern? Ja, gerne. Vielleicht kriege ich es dahin. Ha! Auf Anhieb, siehst du es? Auf Anhieb. Er fährt aber auch los, der Bursche. Kaum hast du es 20 Mal gemacht, schon geht's. Das ist unglaublich. Ja. Ja, das war zum Beispiel eine Frage. Ja, Milan, du hattest schon mal kurz drüber gesprochen, liebe Freunde, aber die Frage würde ich trotzdem noch mal gerne wiederholen bzw. anbringen. Sind die Fahrzeuge mit Sound ausgerüstet? Die noch nicht. Ja, so langsam kommt dann die eierlegende Wollmilchsau, die wir natürlich auch anstreben. Aber um Sounds zu machen, da braucht man auch ein bisschen mehr Platz für diese Soundchips und so weiter. Also ist vorläufig erstmal nicht vorgesehen. Da sind wir jetzt, wir denken natürlich dran. Wir haben auch auf den Prozessoren hier noch einen Pin frei für noch mehr Funktionen. Aber an Sound haben wir jetzt im Moment noch nicht gedacht. Ja. Also, noch ein bisschen warten. Irgendwann, wie hat Wieland am Anfang gesagt, die Technik wird immer kleiner, bis sie dann ganz verschwunden ist. Nein, nur die Elektronik. Die Elektronik wird immer kleiner. Nur die Elektronik. Dann ist es aber auch nichts mehr mit dem Sound. Nee. Schauen okay. wir mal. So, die Frage erübrigt sich eigentlich, aber ich muss das mal so nochmal wiederbringen. Wie lassen sich die Car-Motion-Fahrzeuge zum Beispiel in eine Parkbucht oder Bushaltestelle steuern? Das ist ja so wie hier mit so einem Magneten wie Weiche. Ganz normal, wie die handelsüblichen Weichen auch sind, im Servomotor oder auch wie immer. Ja. Wir werden natürlich auch im Laufe der Zeit eigene Straßensysteme entwickeln. Okay. Da sind wir aber noch nicht so weit. Ja. Da ist natürlich auch schon konkrete Vorstellungen vorhanden, versteht sich. Hätte mich das gewundert, wenn es nicht so wäre. Aber man kann hier zum Beispiel, sind auch Weichen eingebaut, man kann hier auf die Bushaltestelle fahren oder auf den Parkstreifen und man kann dann über die Dauermagnete anhalten. Man kann dann auch dem Fahrzeug sagen, also du bleibst jetzt hier 5 Sekunden, 10 Sekunden still, fährst dann weiter. Ich kann aber die Fahrzeuge rechts. Jetzt nicht mit Hilfe eines Magneten hier reinsteuern, nur mit Magneten. Nein, dafür brauche ich eine Mechanik, die den Fahrdraht oder das Magnetband ablenkt. Ne? Das wollte ich nochmal sagen. Das also ist ja wie bei allen anderen Fahrsystemen oder genauso. Das geht also nicht auch. So zu machen, dass Sie denken, jetzt baue ich da eine magnetische Weiche rein und mit den Dauermagneten, mit den kleinen, die wir hier schon vorgestellt hatten, ist es nicht steuerbar. Da kann nur auf bestimmten Fahrtrouten fahren, jetzt erstmal, bis dann die Weichen kommen. Ja, ich kann zum Beispiel hier vorne vor der Weiche Dauermagneten einbauen, die sagen dem Fahrzeug, pass auf, du musst jetzt abbiegen. Du musst jetzt abbremsen, du musst jetzt abbiegen, das weiß das Fahrzeug nicht, du musst abbremsen und dann kommt die nächste Dauermagnetfolge, dann bleibst du stehen. Ja, okay. Das heißt, die Weiche wird schon von einem fremden System gesteuert, aber wenn dann das Fahrzeug weiß, ich habe 3 Dauermagneten, ich fahre langsamer, ich mache meine Bremsrampe, ich schalte die Bremslichter ein, ich mache den Blinker rechts, fahr hier drauf, bleib stehen. Das kann man über die Dauermagnete steuern und deswegen ist die Dauermagnete zusammen mit anderen Steuerungssystemen kombinierbar und sogar sehr gut ergänzbar. Und das spielt ja gerade, was du gesagt hast, in die nächste Frage rein. Ist ein Ampelbetrieb möglich, zum Beispiel mit Stoppstellen? Also es ist keine Beeinflussung des Rotlichtes möglich, sondern er bleibt nur stehen an der Ampel. Das ist auch eine Sache, die ist noch in der Entwicklung. Zum Beispiel kann ich mit einer normalen magnetischen Stoppspule kann ich vor der Ampel stehen bleiben. Das funktioniert genauso wie mit Fremdfahrzeugen. Mhm. Ich kann natürlich auch über unsere Ampelsteuerung zum Beispiel einem Riedkontakt bzw. einem Infrarot-LED einen Kontakt geben, den ich an dem Mast der Ampel anbaue, sodass ich dem Fahrzeug den Befehl geben kann, du bleibst jetzt stehen. Okay. Das funktioniert schon, aber wie gesagt, das ist jetzt hier. Soweit sind wir noch nicht implementiert, aber. Aber du hattest doch gesagt, glaube ich, vorhin, wenn ich das richtig gehört habe, du kannst den Befehl geben,
nach 30 Metern stehen bleiben, kannst du auch den Befehl über den Dauermagneten geben, du fährst nach 10 Sekunden wieder los? Ja. Das würde ja bedeuten, wenn ich die Ampeln auf die jetzige Situation der Fahrzeuge abgleiche, könnte es sogar funktionieren, wenn die Ampel grün wird, dass er dann selbstständig losfährt. Nur in Verbindung mit einer elektromagnetischen Stoppspule, ja. Weil sonst habe ich ja keine Kommunikation zwischen der Ampel und dem Dauermagneten. Okay, gut. Ja, wie kann ich Abzweigung, Parkplätze, Wechsel der Straße realisieren? Hatten wir gerade gesprochen, mit Hilfe dieser Dass das Weichen. Geht mit den Dauermagneten und Weichen, dass ich dem Fahrzeug sage, jetzt über eine Weiche, über ein separates Steuerungssystem, du biegst jetzt rechts ab, du fährst auf den Parkplatz, aber dann das Stoppen und die Zeit, solange es stehen bleibt, das kann ich dann wieder mit den Dauermagneten erreichen. Woran erkenne ich den Unterschied zwischen Nord- und Südpol an den Dauermagneten? Das ist dann in der Montageanleitung beschrieben. Ja. Da gehe ich ganz einfach her, nehme mir hier so einen Magneten und hier habe ich ja schon einen polarisierten Magneten hier am Dings. Ja. Und dann probiere ich das so. Ja. Dann weiß ich, ich habe jetzt hier unten, wenn sich der hier dran hängt, habe ich auf der Seite den Südpol und unten den Nordpol. Unten den Nordpol. Und wenn ich jetzt das ganze Ding rumdrehe, dann merke ich hier, dass er abstößt. Dass er abstößt, genau. Und so kann ich ganz einfach, indem ich hier also insofern das einfach so hier drauf schmeiße, und dann weiß der ich, dreht sich schon automatisch so, wie ich es habe. Der weiß, was und er macht. Und dann weiß ich also jetzt so, wenn ich den so einbaue, habe ich den Südpol. Und wenn, wenn ich ihn anders drum drehe, habe ich den Nordpol. Ganz einfach. Ja. Wir hatten schon mal, wichtige Frage, denke ich auch, die gestellt wurde. Funktionieren auch die Ladegeräte anderer Hersteller? Nein. Nein, das denke ich mal, ist hier ein anderer Stecker hier vorne dran. Der sechspolige Stecker, ja auch nicht nur zum Laden notwendig ist, sondern auch zum Programmieren der Fahrzeuge. Also. Und das muss dann schon ein sechspoliger Stecker sein. Zum Laden brauche ich eigentlich nur zwei Pole. Also ich denke mal, die Frage ist insofern jetzt etwas wichtig beantwortet worden oder ganz wichtige Antwort. Es ist nicht nur Ladestrom, der drüber geht. Und Milan hat es gerade noch mal gesagt, zum Programmieren brauche ich die anderen beiden. Brauche ich den gleichen Stecker. Ja. Und es ist auch so, dass das Programmiergerät natürlich auch notwendig ist, um die Konfigurationen zu machen. Eine andere wichtige Frage. Was ich noch sagen wollte, ich brauche ja im Prinzip nur ein oder zwei Ladegeräte. Ne? Ja. Von den Kosten her ist das also kein so ein großes Ding, dass ich jetzt fremde Ladegeräte bräuchte dazu. Im Startset ist sowieso eins drin und das genügt eigentlich. Eine Frage, die jetzt kommt, will ich gerne beantworten. Die kann ich nämlich beantworten. Lasse ich den Wieland mal aus. Er wird jetzt sagen, gut geantwortet. Können die Steinkunststraßen mit Kamoschen zusammen verwendet werden? Ja. Ja, natürlich. Das sehen wir ja hier. Deswegen sage ich ja, ich kann ja auch mal eine Frage beantworten. Kleiner Tipp dazu, das habe ich gerade gestern mal probiert. Ja. Man kann zum Beispiel hier von den Steinkunststraßen vom Kopfsteinpflaster hier diesen Randstreifen abschneiden. Ja. Ja. Und man kann die dann auch leicht biegen hier im Radius. Dann kannst du und hat dann Radius so eine Art Bankette. Und ich kann dann bei gerader Ausfahrt mit den 80 mm Steinkunststraßen fahren. Sieht wunderschön aus, auch naturgetreu aus. Ja. Kann aber hier in den engen Radien, weil die Radien hier sind ja wie bei der Eisenbahn, bei den Schienen wesentlich enger als in Wirklichkeit, in der Realität. Ja. Und das gleiche Problem habe ich natürlich bei den Straßen hier auch, dass ich einfach engere Radien fahren muss, als sie in Wirklichkeit sind, im großen Maßstab. So. Und dann kann ich mit diesen Streifen hier von den Dings dran kleben und bin dann in den Kurven, den Überhang für die Anhänger. Damit kann man auch den Magnetstreifen etwas weiter nach rechts rücken, dann genau, damit du faktisch die Fahrzeuge in der Kurve, damit sich die mit den Spiegeln nicht berühren, ja. Da kann ich schon tricksen. Das ist eine teure Angelegenheit, wenn sich Spiegel berühren beim Autofahren. Ja, wir werden natürlich auch im Laufe der Zeit, wie das Signalbuch oder das Oberleitungsbuch, das wir haben, müssen wir natürlich dann auch solche Tipps und sogar auch Seminare anbieten, dass man eben auf solche Dinge aufmerksam macht und sogar Schulungen macht. Jetzt hat er mir gerade eine Frage weggenommen. Das wäre nämlich eine Frage von mir gewesen. Denkt diesmal auch mal dran, spezielle Seminare für
Car-Motion, was sich ja eigentlich anbieten würde, vor allen Dingen für die Leute, die Anlagen betreiben wollen, die also weniger Eisenbahn, aber mehr an diese Spielewelt gedacht haben, die wir schon mal besprochen haben, dass man also auch diese Fahrzeuge fach- und sachgerecht in Bewegung bringt und auch alles richtig einübt. Also Sie haben es gerade gehört, also Seminare sind in Vorbereitung. Ja, muss sein. Super. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ist das Magnetband zwingend erforderlich? Ich würde sagen, jein. Nein. Denn wir haben das ja gesagt, schon so konzipiert, dass man muss dann eben den vorderen Führungsmagneten nochmal einen Millimeter runterziehen. Ja. Ist aber kein Problem. Ja. Und dann funktionieren die auch mit normalem Stahldraht. Ja. Wie groß muss der Mindestradius sein? Hatten wir schon gesagt, du hattest einen Mindestradius. Das ist wir haben also hier 120 mm, also was einwandfrei funktioniert. Es geht auch runter bis 100 mm. Aber das wird dann schon das eng. Das geht dann nur mit kurzen Fahrzeugen, mit halt kurzen ohne Fahrzeugen. Anhänger. Und ja. Bei der nächsten Frage, liebe Freunde, die aufgetaucht ist, welche Befehle können mittels der Dauermagneten ausgeführt werden, verweise ich auf diese Broschüre. Ja. Ja. Ist jetzt auch bei uns. Fissmann bringt diese Broschüre dazu raus. Die werden Sie auch dann mit. Im Internet ist es auch verfügbar. Abrufbar. Im Internet verfügbar, genau, wollte ich gerade sagen. Und hier sind auch irgendwo hier auf der Seite. Wir hatten es auch schon als Grafik, liebe Freunde. Ja, genau. Ja, hier kann man also nochmal die Befehle der Dauermagnete entsprechend einstellen. Wobei das nur ein Auszug ist der Möglichkeiten. Die Funktionen sind noch viel mehr oder die Magnetfolgen, die Abfolge gibt es noch viel mehr und die ist dann in der Montageanleitung ersichtlich. Das sind ja so ein bisschen oder im Car-Manager. Das sind ja so ein bisschen die Grundfunktionen und bevor die nächste Frage kommt, es ist zwar jetzt ein bisschen doof, dass ich in diese Wartungshalle der Deutschen Bahn, aber Sie kennen ja bei Fissmann ja auch diese normalen LKW-Wartungshallen, die es gibt, die können natürlich auch befahren werden. Und Sie müssen natürlich dann über der Grube, so wie ihr es auf eurer Anlage habt, natürlich auch diesen Führungsdraht einbauen, damit er nicht in die Grube fährt. Also das funktioniert genauso. Ne? Also ist auch vorbereitet für die Grube, dass wir dann spezielle Aufnahme haben für diese Fahrträte, damit der LKW da durchfahren kann. Und das haben wir ja auch im Vorspann gesehen, wo so ein LKW durch eine Logistikhalle fährt. Genau, dieser Film, den können Sie sich dann nochmal angucken, wenn das vorbei ist hier mit der Sendung und da haben wir es ja auch gezeigt, das funktioniert wunderbar. So, die Befehle hatten wir. Für welche Betriebssysteme ist der Car-Manager geeignet? Normal für Windows. Für Windows. Ja, und wir haben auch jetzt noch andere Systeme versucht, das funktioniert auch. Also Windows auf jeden Fall. Ja. Und wir hatten es vorhin noch angesprochen, liebe Freunde, um die Frage noch restlos zu beantworten. Dieser Download steht kostenlos zur Verfügung. Ja. Gut. Besteht die Möglichkeit, mit einer am Straßenrand befindlichen Infrarot-LED das Auto zum Stehen zu bringen? Rein theoretisch könnte es funktionieren. Das ist noch in der Entwicklung. Das wird möglich sein. Aber im Moment haben wir jetzt erst einmal nur die Abstandssteuerung damit gemacht und dann natürlich die Steuerung über die Fernbedienung. Dann lass mich mal an der Stelle weiterdenken. Jetzt bloß eine rein theoretische Frage. Ich könnte ja auch eine Straßenampel mit dieser Infrarotsteuerung ausrüsten. Genau daran wird gedacht, damit man eben, die Dauermagnete können ja nicht von außen gesteuert werden. Die haben halt nur die eine Funktion. Die werden ja stromlos, ohne jeden Draht, ohne jede Steuerung installiert. Und man kann dann natürlich mit solchen Infrarotsendern und vorne sind die Empfänger drin im Fahrzeug auch bei Rot das Fahrzeug zum Stehen bringen. Okay. Das würde ja dann sozusagen das Erübrigen mit dieser Ampelsteuerung, da braucht man also keine andere. Also wie gesagt, von der Hardware her sind die Fahrzeuge schon jetzt in der Basisversion dafür ausgerüstet. Das ist möglich, das später nachzurüsten und mit dem kleinen Update oder mit dem Programmiergerät ist das durchaus noch machbar. Gut, dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen, die ich auch sehr interessant finde, beziehungsweise die eine Frage hat sich ja schon ein bisschen erübrigt, beziehungsweise hat man schon darüber gesprochen, auch im Laufe der Sendung heute. Ist die Abstandssteuerung mit anderen Car-Systemen kompatibel? Das hatten wir eben schon mal angesprochen. Wir arbeiten da mit einer anderen Übertragungsrate, die betriebssicherer ist, nach unserer Meinung. Und wir sind jetzt dabei, zum Beispiel den Kontakt mit Open Cars zu halten,
dass wir das angleichen, dass wir da eine Software-Version rausbringen, wo man genau diese Parameter über CVs wie bei der Eisenbahn verstellen kann. Und ja angleichen wieder, kann. Er kommt ja wieder mit technisch CVs mit verstellen kann. Boah, machen wir halt. Alles kein Thema. Aber jetzt kommt die wichtigste Frage zum Schluss und ich breche immer eine Lanze für die Modellbahner anderer Spurweiten oder Nenngrößen, Baugrößen. Ja. Die Frage lautet nämlich, wird es Car-Motion zukünftig für andere Spurgrößen geben? Wie klein können wir es denn noch machen? Ich denke mal, wir haben die nächsten Jahre noch so viel zu tun, um die Spur H0 wirklich vom Spielwert so hoch zu bringen mit PKWs, mit allen möglichen LKWs, mit Bussen. Da haben wir so viel zu tun, dass jetzt erst einmal an die Spurgröße N zum Beispiel nicht gedacht ist. Man kann sich vorstellen, dass diese Technik hier, wenn es in PKW reinpasst, passt sie auch in N-LKWs rein. Mhm. Durchaus denkbar, aber da haben wir im Moment noch nicht dran gedacht. Und TT? TT wäre vielleicht ein Thema. Ja. Da kann man vielleicht ein bisschen mehr machen als in der Spur N. Ja. Aber wie gesagt, jetzt sind wir erstmal froh, dass wir nach 4 Jahren H0 so weit gebracht haben, auch noch weiterbringen werden die nächsten Jahre. Aber daran haben wir im Moment noch nicht gedacht, nein. Also, Sie haben die Antwort gerade gehört, liebe Freunde der anderen Spurweiten TT und N. Und auch gerade gehört, 4 Jahre Entwicklungszeit bedarf es, um das also serienreif auch auf die Straße zu bringen. Ja. Und ich glaube, das würde auch ein Stück weit Fissmann überfordern, wenn jetzt gleichzeitig noch an anderen Baugrößen gearbeitet wird und das auch zeitgleich auf die Straße zu bringen. Ja. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen Wir müssen natürlich aufpassen bei aller Verliebtheit zu dem Car-Motion-System jetzt. Guck euch das mal an hier, das ist doch Wahnsinn. Damit wir jetzt uns nicht nur hier auf das Car-Motion-System, weil wir haben ja auch Modelleisenbahner, die auch auf Neuheiten warten, die auch neue Elektroniken haben möchten. Unser Commander zum Beispiel ist immer wieder zurückgestellt worden zugunsten oder zum Leidwesen, zugunsten anderer Großprojekte wie das hier zum Beispiel. Muss man leider so zugeben. Und natürlich hat auch die Firma Fissmann begrenzte Kapazitäten, was das Engineering angeht, auch was die Machbarkeiten angeht, was den Formenbau angeht und so weiter. Mhm. Und von daher müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir in Zukunft, ich muss aufpassen in Zukunft, dass ich nicht nur noch Car-Motion mache, sondern dass wir den Rest der Welt nicht vergessen. Es würde mich aber jetzt nicht wundern. Und von daher sind die Kapazitäten halt begrenzt. Also sagen wir jetzt mal ganz diplomatisch, liebe Freunde, der Anfang ist gemacht und wir können in die Zukunft gucken, in die Glaskugel wollen wir nicht gucken, aber hier ist sicherlich noch einiges zu erwarten. Wieland hat es ja auch schon mehrfach angedeutet, dass die Entwicklung weitergeht und ich glaube, das ist so die richtige Entwicklung, die noch so ein bisschen gefehlt hat. Finde ich auch. Darauf hat die... Wir zumindest gewartet. Ich hoffe, die Welt auch. Ja, die Modellbahnwelt. Die Resonanz. Oder die Modellwelt. Auch bei uns war die Resonanz überwältigend. Wir haben jetzt, glaube ich, auch ein paar wichtige Fragen nochmal beantwortet, während hier wirklich ganz anstandslos die Fahrzeuge ihre Runde ziehen. Sie sehen also, das funktioniert hervorragend. Wir haben gelernt, dass man mit der Basisausrüstung ja schon ein Fahrzeug bewegen kann, durchaus. Und alles andere ist Zurüstung. Ja. Dann wollen wir natürlich nochmal zu den Dingen jetzt kommen, zum Abschluss unserer Sendung, während hier unsere Fahrzeuge immer weiter die Runde ziehen. Was kommt jetzt auf Sie drauf zu, liebe Freunde? Natürlich das Starterpack. Das ist also die Basisausrüstung und da wollen wir gern nochmal drüber sprechen, was alles dabei ist, lieber Wieland. Wir hatten gesagt, der Zauberstab, der bei mir nicht so richtig funktioniert. Da. Boah, guck das mal an, der hat angehalten. Ja, wobei der gleich wieder losfährt, weil jetzt kommt ja kein Signal mehr. Weil er ausgeschaltet ist. Das ist natürlich logisch. So, da haben wir natürlich jetzt gerade noch was gemacht, was rein zufällig ist. Also, wenn er, klar, da sind ja kein Signal hinten raus. Dann kommt ja kein Signal hinten mehr raus und dann kommt kann der nachfolgende LKW raus den und also ich hätte ihn jetzt mit der Fernbedienung anhalten müssen. Deswegen muss man erst den anhalten und erst, dann macht man das so. Wenn die zum Beispiel fahren, so und so. Okay. Eieieiei.
Sehen Sie, das wäre schon die nächste Frage gewesen. Einer ist stromlos, das funktioniert bedingt, weil er kurz erkennt, ja, den Reststrom, da ist noch was da und dann fährt er einfach weiter. Und wenn ich jetzt stoppen will, dann muss ich natürlich erst den ausschalten, erst den nachfolgenden und dann den hier. Ja. Und dann gibt es keine Kollision. Alles klar. So, kommen wir jetzt zum Basispaket zurück. Das ist jetzt wieder etwas abgeschwiffen. Wir wollen jetzt also nochmal sagen, was ist dabei? Es sind die 12 Dauermagneten, die Wieland vorhin ja versucht hat zu bändigen. Ja. Es ist dieses Fahrzeug, dieser Kipper ist dabei. Ja. Das Ladegerät. Und das Ladegerät. So. Und der Zauberstab, wo ist er? Und der Zauberstab, den habe ich hier. Den hast du da. So, ups, oh, guck an, da ist ein Magnet drin. Ja, 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 so ist das. So. So, liebe Freunde, das ist das, was im Starterpack sozusagen im Basispaket zu Ihnen kommt und ist unter der Artikelnummer, hier haben wir sie, 8000 bestellbar. Und ab sofort bestellbar und auch lieferbar bei uns. Da ist das Basispaket für Sie da. So, damit können wir schon mal an was anfangen. Dann geht es weiter mit den nächsten Fahrzeugen, die geplant bzw. im Auslieferungszustand sich befinden. Es gibt ja noch viele, viele andere Sachen. Zum Beispiel, der Kipper kann extra einzeln nochmal geordert werden. Ja, als normales Fahrzeug. Als ganz normales Fahrzeug, wenn ich also eine Kipperflotte aufbauen möchte. Jetzt muss ich noch mal nach der Artikelnummer gucken. Das ist die Artikelnummer 8010. Ein Mercedes-Benz Actros, dreiachsig Muldenkipper mit Rundumleuchten. Und funktioniert genauso wie beschrieben, wie wir es also versucht haben, Ihnen in der Sendung noch mal näher zu bringen. Dann gibt es weiter ebenfalls einen Mercedes-Benz Actros mit der Artikelnummer 8011. Dreiachsig Sattelschlepper. Und zu diesem Sattelschlepper gibt es natürlich dann verschiedene Aufbauten hinten dran. Das wäre einmal die Mulde, die Kippmulde und einmal den Betonmischer. Der Betonmischer. So, diesen Actros gibt es natürlich auch noch in einer anderen Farbe, in Silber. Das ist die 8030 Artikelnummer. Dann haben wir die Feuerwehr. Hier fährt sie. Auch ein, also ich stelle fest, es sind hier noch Mercedes Actros dabei. Gibt es denn noch andere? Ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt erst einmal auf dieses Fahrzeug konzentriert, die Formen dafür gebaut und so weiter. Auch diese Formen haben wir natürlich durch Kipri im Hause, können die auch entsprechend anpassen. Und jetzt demnächst sind halt eben die Epoche 3 Fahrzeuge geplant, worauf sich die Modellbahner und Modellbauer freuen können. Gut. So, Mercedes-Benz Actros, jetzt hat man die Feuerwehr, dann gibt es glaube ich noch mit Abrollcontainer und das gleiche vom THW. Die Technik ist immer dieselbe, Artikelnummer 8070, bestellbar. Ja, ist der hier. Genau. Dann haben wir, jetzt kommen wir glaube ich zu dem Anhänger, der Kippanhänger, der an die blaue oder... Ja, an die blauen. An den blauen, ja. An den blauen dran passt, auch an den silbernen, glaube ich. Ne, nee, Quatsch, Silber haben wir nicht. Nur die blauen. Nur den blauen, ja. Nur die blauen in Anhängerbetrieb fahren können. So, ist denn bei dem blauen Actros die Kupplung schon hinten dran, wenn ich den Anhänger dran mache? Natürlich. Ja, ja. Muss ich also jetzt nichts nachrüsten? Nein, das ist voll kompatibel, ja. Alles kompatibel, okay. Dann haben wir natürlich noch für den Sattelauflieger, jetzt kommt die Mulde nochmal. Das wäre dann die Artikelnummer 8211, liebe Freunde. Da kann man ganz schön Fahrzeugpark aufrüsten schon langsam, oder? Naja, vor allen Dingen muss man ja dazu sagen, dass eben alle Kipri-Fahrzeuge, Anhänger, Auflieger mit dem Nachrüstsatz voll kompatibel gemacht werden können. Und der Kunde kann aus seinen Bausätzen sich alle möglichen Anhänger und Auflieger kreieren und anhängen, passt. Da müssen Sie jetzt natürlich auf den Seiten mächtig wuseln. Wieland hat es gerade gesagt, Sie können also auch andere Anhänger dranhängen
Und dann muss man sich den Nachrüstsatz, diese mit der Stoßstange hinten, dann leuchten die, da ist der fünfpolige Stecker dran, sodass die voll funktionsfähig sind. Wenn man es richtig machen will, muss man natürlich, oder das sollte man auch, die Gummireifen dazu kaufen, damit man auch die entsprechende Laufruhe hinten und rankriegt, die Führung hat. Ja. Da kommen wir gleich dazu. Dann bieten wir an, da ist ja nochmal der Betonmischer. Hier steht Funktionsmodell. Der hat auch den fünfpoligen Stecker mit der komplett ausgerüsteten Stoßstange hinten, auch mit Rückfahrtscheinwerfer. Man kann da auch ein Stück weit rückwärts fahren damit. Und wie wir es ja schon gezeigt haben, das haben funktioniert wir ja schon gezeigt, wunderbar. Ja, Funktionsmodell. Jetzt habe ich gerade eine, die Idee sage ich jetzt lieber nicht. Mir kommen ja so viele Sachen, der Wieland nimmt das auch noch ernst vielleicht und sagt, da kommen wir doch mal drüber nachdenken. Worauf du dich verlassen kannst. Wir lassen jetzt das mal so stehen. So, dann außerhalb des Basismodells, des Basispacks kann man natürlich auch noch, wir haben es jetzt gerade im Bild nochmal, das USB-Ladegerät extra nochmal kaufen, wenn man also sagt, ich will jetzt also 3-4 Fahrzeuge auf den Schlag laden. Wenn man zum Beispiel jetzt das Startset gekauft hat, man hat den LKW, dann hat er noch 5-6 andere Einzelfahrzeuge dazu gekauft und sagt dann, okay, naja, ein Ladegerät ist ein bisschen wenig, kann man sich ein zweites dazu kaufen. Also Artikel Nummer 8400 ist ein sinnvolles, ich habe auch mal ganz viel Ladegeräte zu Hause und viel Stecker, wo ich da also Ladegeräte anstecken kann. Aber man sollte schon umweltfreundlich bleiben und es nicht übertreiben. Okay, dann was haben wir denn noch? Jetzt muss ich direkt mal gucken. Ach, das Programmiergerät, Ja, das Programmiergerät, genau. Da genügt eigentlich auch ein Stück, weil man kann mit dem Programmiergerät alle LKWs entsprechend mit dem Car-Manager programmieren. Und das ist eine einmalige Investition, die auch vom Preis her, denke ich, sollte man machen, moderat ist. Wir haben das vorhin in den Fragen schon beantwortet. Wir sagen es gern nochmal dazu. Momentan erstmal nur mit Betriebssystem Windows möglich. Nein, wir haben auch andere in der Arbeit. Es wird auch mit anderen Systemen möglich sein. Also sprich mit Apple? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel? Android, Apple, okay. Mhm. Also, das würde auch gehen. Ja, was haben wir noch? Jetzt muss ich hier selber mal gucken in meine Listen. Da haben wir sie, genau die Ich hatte dem Wieland ja mal gesagt, als wir die Neuheitenvorstellung gemacht haben, die Fernbedienung kommt mir bekannt vor. Ja. Und ich hatte mal so ein LED-Unterbauset mir mal gekauft, weil ich irgendwas illuminieren wollte. Ja. Und da ist mir diese Fernbedienung aufgefallen. Dachte, die sieht ja fast genauso aus. Ja. Also, die Fernbedienung kann man extra dazu kaufen. Ja. Sollte man vielleicht sogar. Ja. Auch diese Fernbedienung ist relativ erschwinglich. Artikel Nummer 8402. Macht Sinn. Wir hatten ja gehört, dass also in dieser Fernbedienung der kleine Zauberstab ja eingearbeitet war. Ja, das war jetzt eine Idee der letzten Tage, weil mir ging es jetzt so beim Spielen, wenn ich das Fahrzeug ausgeschaltet hatte, muss es ja mechanisch wieder eingeschaltet werden über ein Magnet, über diesen Riedkontakt. Und dann hast du immer geguckt, ja Mensch, wo habe ich denn jetzt meinen Zauberstab hier stehen? Und dann war der weg, die Fernbedienung hatte ich in der Hand. Ja. Und dann war es naheliegend, dass man hier oben einfach noch einen Dauermagneten einbaut. Sodass ich mit dem Dauermagneten die Fahrzeuge nicht nur ausschalten kann, mit der Dingens, sondern auch mit dem Dauermagneten, wenn ich hier oben drauf gehe. Aus dem kurzen Arm soll ich mal hinterher? Ich hatte es ja geübt jetzt. So. Guck dir das mal an. Ich habe es geübt. Super, und dann kann ich ihn genau wieder einschalten. So wieder einschalten. Also das macht auf alle Fälle Sinn. Ja. Es gibt ja auch noch... Ausschalten kann ich mit dem roten Knopf und einschalten mit dem Dauermagneten. Ja, das ist aber noch nicht alles, was es an Zubehör von dir dazu gibt oder von euch dazu gibt, sondern hier kommen wir nochmal zu dem Zubehör, was wir gerade gesprochen haben, dieses Nachrüst. Set für Aufliegerbeleuchtung, aber auch für den normalen Anhänger. Ja. Na, das wollen wir mal dazu sagen. Für beides geeignet, das Kabel ist lang genug, damit man da sowohl Auflieger als auch Anhänger mit ausrüsten kann. Also Artikel Nummer 8420, damit kann man dann Modelle nachrüsten, so hat es Wieland uns gerade erklärt, liebe Freunde, aus dem Programm von Kibri. Nicht nur, man kann auch Fremdfahrzeuge damit ausrüsten. Okay.
Geht genauso. Man muss natürlich dann ein bisschen basteln, weil ich glaube, bei Fremdfahrzeugen ist der Stift, der hier in den Sattel hinten reinpasst, etwas größer. Da müsste man dann ein bisschen feilen oder was weiß ich, anpassen, neuen Stift reinmachen, dass man eben den Auflieger hier drauf bekommt. Aber im Prinzip die Stoßstange hinten kann man auch an fremde Fabrikate anbauen, sodass die auch gezogen werden können. Also, Sie sehen, man hat ja also auch schon im Zubehörbereich Nachrüstsets richtig nachgedacht im Hause Fiesmann, muss ich mal dazu sagen. Das ist eigentlich schon völlig in Ordnung. So, dann haben wir, das hatten wir vorhin schon mal gezeigt, aber wir zeigen es jetzt, das Carmotion Nachrüstset für Kibri Anhänger und Auflieger, was du angesprochen hattest mit dem Gummireifen. Dass es nicht so rutschig ist. Leider hat Kibri vor Jahrzehnten schon mal beschlossen, das sind ja nur Standmodelle von Kibri eigentlich, die Räder aus Plastik zu machen, aus Kunststoff. Ne? Und die Rollen, das geht schon, aber die haben lautere Rollgeräusche, ist nicht so schön. Und auch die Spurtreue ist natürlich bei Kunststoff auf der Straße nicht so griffig wie ein Gummireifen. Ein bisschen abschüssig geht. Ja, die Laufruhe und die Führungseigenschaften von Gummirädern sind natürlich wesentlich größer. Deswegen hat man es ja erfunden. Und auch Kibri hatte ja in den Bausätzen immer nur einfache Kunststoffachsen. Und hier haben wir jetzt die Metallachsen drin, sodass die auch leichter laufen. Ruhiger laufen, leichter laufen. Weil es ist ja auch akkuschonend, wenn der Anhänger hinten dran leicht nachrollt und nicht irgendwo rumhoppelt. Und Sie hören es ja auch hier, also die Fahrzeuge laufen ja nur pausenlos vor uns hier rum. Genau. Also es ist wirklich sehr, sehr ruhig, kann ich wirklich bestätigen. Ich kann stundenlang zugucken. Ja, ist auch beruhigend irgendwie. Ne? Das ist irgendwie was Beruhigendes. Ja. Es ist unglaublich. Die ziehen muss man, ihre Runde muss man völlig schon, glaslos. Muss man schon so sagen, ne? Das ist so ein kleiner Dauertest, den wir für Sie machen. Ja, so, ja, wir haben natürlich auch, apropos Dauertest, ne, wirklich Dauertests gemacht und hatten irgendwo bei 600, 700 Stunden aufgehört. Aber ich bin überzeugt, die Motoren sind auch so robust. Haben wir, das habe ich auch schon mal gesagt, eine Messingschnecke im Getriebe und ein Kunststoffrad. Und diese Werkstoffkombination, man sollte es nicht glauben, ist haltbarer, als wenn ich jetzt Messing auf Messing fahren würde. Echt? Und die Laufruhe ist größer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist aber so. Lass dir das vom Techniker gesagt sein. Der Techniker spricht. Ja, das glaube ich dir gern, lieber Wieland. Das sind solche Werkstoffpaarungen, die einfach passen. Muss man wissen, sowas. Also du hast das nicht vorher probiert, du hast gesagt, das passt nicht, das müssen wir so machen. Natürlich. Alle Achtung. Ja, dann gibt es noch eine Zubehörsache, die wir Ihnen zeigen wollen, die es also auch Handelsangebot ist. Nachrüstsets für Kibri-Anhänger und Auflieger mit Zwillingsbereifung. Ja, zum Beispiel dieser Anhänger hier, der hat ja Zwillingsbereifung. Dafür brauche ich dann 8 Reifen und entsprechend die 4 Felgen für Zwillingsbereifung mit den Stahlachsen. Damit ich den vernünftig ausrüsten kann. Das Nachrüsten ist jetzt nicht das große Problem. Nein, man macht die alten Achsen raus, die kann man seitlich rausziehen und die neue zusammenstecken. Das war's dann. Ist nur ein Stecken, Okay. So, Artikelnummer nenne ich gerne nochmal, was man sich da merken sollte, die 8423. Da bekommen Sie die Nachrüstsachen für die zwillingsbereiften Anhänger bzw. Auflieger. So, was haben wir noch? Ja, das Wichtigste, ohne was diese Anlage oder diese Fahrzeuge kaum fahren, das Magnetband, darüber haben wir schon mal gesprochen vorhin kurz, dass es das 5 Meter Band gibt in 5 mal 1 Meter Längen. Ja. Da muss ich aber aufpassen beim Einbauen, oder? Das ist so ein Standardmaß, was eben sinnvoll ist, damit man erstmal mit einem normalen Oval anfangen kann. 10 Meter, auch wenn man Gegenverkehr hat, ist das ausreichend dann. Ja. Und das Verlegen ist natürlich wie ein Stahldraht in der Anlage das notwendig, dass man es entweder überspachtelt und dann den Straßenbelag drauf macht. Ja. Es gibt alle möglichen Anwendungsmöglichkeiten, dass man auch das ganz einfach nur mit anthrazitgrauer Farbe streicht, die Straße. Zum Beispiel. Man kann natürlich auch Feldwege damit gestalten, wie auch immer. Das ist dann jedem individuell überlassen. Da kann ich aber auch die Paste von Steinkunst nehmen.
Zum Beispiel, ja. Könnte aber auch. Ja, gehen. Sicher, klar. Geht genauso gut. Haben wir auch schon probiert, funktioniert. Einfärben, grau. Ja. Ja. Gute Sache. Gibt ja das. Die Acrylfarbe dazu zum Einfärben. Ja. Dann kriegt man das ganz gut. Könnte man also mit kombinieren mit den Produkten aus dem Hause Fiesmann. Ja. Super. So, dann gibt es noch einen Preis dazu, die 84,30 die Artikelnummer. Und wir bieten es als 13,18 €. Das ist ja wirklich ein Preis, der unglaublich ist. 8 Cent hinten dran. Gut, ist so. Die braucht man nicht zum Nachrüsten, die braucht man generell. Denn im Starterpack ist es ja nicht drin. Sicher, ja. Na? Man muss sich halt entscheiden, was habe ich für eine Anlage? Genau. Fahre ich mit Stahldraht oder möchte ich Magnetband haben? Genau. Habe ich schon was? Je nachdem. Dass ich es ergänzen kann, aber wir empfehlen Magnetband. Genau. So, klar, weil damit ist es auch ausprobiert und damit wird das ganze System auch aufgebaut. Wie gesagt, die Magnete vorne, die Führungsmagneten, die müssen nicht auf der Straße schleifen. Genau. Da kann man einen Millimeter hochgehen, was eben dann die hässlichen Schleifspuren vermeidet. Genau. Denn wie gesagt, dieses Stahldraht war ja nur gedacht oder ist ja nur. Oder wird ja im Sprachgebrauch nur genutzt, weil es damit kompatibel ist. Ah ja. Sie sehen hier, das ist eigentlich unsere Testanlage, dass man hier absolut keine Schleifspuren sieht. Und die haben schon, hier sind schon LKWs drüber gefahren, ich denke mal 2000 Stunden. Und man sieht auf der Straße absolut keinen Verschleiß, keine Spurrillen. Keine Spurrillen. Völlig sauber. Wirklich, ja. Dann guck dir mal an, wie die fahren. Ich bin ganz begeistert immer noch. Ja. So, was haben wir denn noch? Da kommen die Dauermagneten. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte. Das Erstausrüstungspack, die 12 Dauermagneten, die braucht man wahrscheinlich in Größenordnung, denke ich mal. Ja. Jetzt lässt der Wieland wieder so alle fahren. Zwei so und zwei so. Ja. Na, das ist doch mal eine Sache. Und der Magnet ist runtergefallen. Zack. Alles gut. Die Magneten sind unglaublich. Alles gut. Ja, alles gut. So. Die Dauermagneten ist wichtig, da hatten wir schon drüber gesprochen, nochmal zur Erinnerung, zur Programmierung der Fahrzeuge. Das heißt also blinken, abblenden, aufblenden, rückwärts fahren, schließlich tot. Also für all diese Dinge, auch hier nochmal der Hinweis, liebe Freunde, was man auch auf der Seite bei Fiesmann sich entsprechend nochmal runterladen kann. Du musst das hier nehmen. Wieland hat es wieder für mich. So, da gibt es natürlich auch eine Anleitung, wie die Dauermagneten, hier ist sie, wie die Dauermagneten entsprechend zu positionieren sind um bestimmte Befehle. Auch das ist auf der Fiesmann-Seite einsehbar und runterladbar, aber bei uns können Sie es genauso angucken. Auch wir haben diese Anleitung für Sie parat. Dauermagnete wichtig zum Programmieren. Und wir hatten noch mal irgendwo diesen großen Zauberstab. Ich weiß nicht, was... Den hier? Gucke an. Das kannte ich früher von den Lehrern immer. Wenn sie auf die Finger geklopft haben. Hast du auf die Ohren bekommen? Das ist natürlich eine tolle Sache, muss ich sagen. Ja. Wieland hat das damals gesagt, weil ich gesagt habe, wozu brauchst du eigentlich so ein Teil? Man kann es doch einfach hier so hinlangen. Ja, da kam die verblüffende Antwort, die Fahrzeuge stehen ja auch manchmal weiter draußen. Eben. Wenn ich eine große Anlage habe, mit der Entfernung, kann ich die immer noch so ausschalten. Zum Beispiel. Selbst. Und wieder einschalten. Und das geht auch, wenn ich einen Meter dahinter stehe. Ja. Also, ist ein nützliches Teil für Leute, die eine große Anlage haben, die sagen, so blöd ist die Idee gar nicht. es stimmt ja wirklich, denn... Gehen wir doch mal zu, wenn ich also eine Eisenbahnanlage mit Tunnel habe, wo bleiben die Loks meistens stehen? An Stellen, wo ich nicht hinkomme. Genau. So, und dann denkt man immer, hätte ich doch mal so ein bisschen was Dinges zum Schieben, aber ich komme nicht hin. Da ist das also ein willkommenes Teil, um mal so von Weitem die Fahrzeuge ein- und auszuschalten. Auch dieses Teil ist erhältlich unter der Artikelnummer 8410 Carmotion Teleskop Magnetstab. Tja, und dann glaube ich, sind wir eigentlich soweit durch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja. Es war ja auch eine ganze Menge. Es war eine ganze Menge Holz, was wir Ihnen heute Ihnen hier gebracht haben, aber ich denke, es war notwendig. Es
wichtig auch nochmal für die Leute, die sich jetzt zum Kauf entscheiden wollen, dass wir das nochmal gemacht haben, diese Komplettvorstellung dieser Fahrzeuge. Wieland hatte vorhin was gesagt, das möchte ich zum Abschluss noch klären. Interessiert mich, ich bin ja neugierig vom Hause aus. Wieland hat gesagt, 4 Jahre Entwicklungszeit. Aber hat nicht verraten, wie lange vorher mit diesen Gedanken schwanger gelaufen ist. Ja, ich meine, der Gedanke ist natürlich sehr naheliegend, als wir in 2010 Kipri übernommen haben und erst einmal auch die Straßenfahrzeuge mit Beleuchtung ausgestattet haben und Kipper hoch und runter im Rahmen von Emotion. Dann haben wir die Schienenfahrzeuge von Kipri motorisiert, den Robel, den Unimog und jetzt auch den Unimat als Neufahrzeug. Ja. War es natürlich damals schon vor 10, 12 Jahren naheliegend. Irgendwann müssen die vielen Fahrzeuge von Kipri auch mal motorisiert werden, beleuchtet, nicht nur beleuchtet, sondern auch motorisiert werden. Ja. Und von daher tragen wir uns natürlich mit dem Gedanken schon sehr, sehr lange. Und vor 4 Jahren haben wir dann gesagt, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir auch die Kapazitäten, jetzt gehen wir es an. Es ist ja auch immer wieder verblüffend. Ich erinnere mich an eine Neuheitenvorstellung, auf der Messe in Nürnberg. Das ist, ich glaube, auch schon 3, 4 Jahre her, mindestens. Da ging es um den Robel. Ja. Da hatte der Wieland den Robel vorgestellt als Baufahrzeug. Und jetzt sage ich Ihnen mal, und dann da stelle ich mich hin und sage noch, ja, irgendwann, es ist ja ganz gut und schön, dass das Ding so geht, aber irgendwann muss ja auch mal der Kran hinten drauf gehen, sage ich, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Was hat er gemacht? Gelächelt. Ja. Und was ist es, liebe Freunde? Jetzt macht der Arbeitskran hinten zumindest zwei, drei Bewegungen. Er dreht sich um 360 Grad und er macht auch die Hoch- und Runterbewegung. Über eine Kurve gesteuert, geht einwandfrei. Sie sehen, wie das funktioniert. Man muss nur so einen Gedanken anbringen und dann sagt er, dann lächelt er vielleicht, dann weiß ich, wenn er lächelt, hat er schon was in der Schublade liegen eventuell. Das sind wir natürlich auch unseren Kunden, unseren Modellbahnfreunden dankbar dafür, weil sehr viele Anregungen, die kommen natürlich auf Messen im Gespräch zustande und dann rattert es bei mir da oben und dann kann man natürlich auch sehr viele Kundenwünsche realisieren, wo man vielleicht selber nicht drauf gekommen wäre. Das ist der Punkt, den wir immer wieder sagen, du kannst eigentlich auch gar nicht in Rente gehen. Will geht ich auch nicht. Gar nicht. Macht Wieland, so viel das Spaß. Geht nicht. Was soll ich in Rente? Was soll ich zu Hause? Was soll ich zu Hause? Nein. Alles klar. Du hattest, wenn ich das nochmal jetzt abschließend oder etwas außerhalb von CarMotion, die Frage, ich möchte ganz einfach jetzt die Gelegenheit benutzen, er hat den Unimat schon selbst angesprochen. Ja. Wann kommt er? Jetzt haben wir erst einmal die Serie begonnen. Hm. Die Produktion läuft, aber jetzt bevor der Zweileiter kommt, das wird sicherlich noch bis zum Herbst dauern. Nicht. Leider ist es so, wir haben da auch, wie beim K-System hier auch, bei dem K-Motion-System, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die und die und die Funktionen haben, ist gut. Und dann während der Entwicklungszeit, das ist bei mir oder bei uns leider immer so, wir wollten das auch schon vor 2 Jahren vorstellen, aber in der Entwicklung haben wir dann gesagt, naja, wir könnten noch das machen, das wäre auch sinnvoll und das. Während der Entwicklung ergeben sich so viele Möglichkeiten, dass man dann auch bei dem Unimat jetzt noch so viele Funktionen eingebaut hat, die Entwicklungszeit wieder mal um ein Jahr verlängert haben. Dann kommen natürlich jetzt, wie allgemein bekannt ist, Elektronikbeschaffungsschwierigkeiten dazu. Und man muss sich überlegen, das ist kein Witz, dass wir eben wirklich Elektronikkomponenten, Chips und so weiter hier in Deutschland zusammenkaufen müssen in so kleinen Stückzahlen und auch überteuert, dass es halt schwierig ist, sagen zu können, komm her, wir machen jetzt mal ein paar tausend Platinen von deren, das war vor 2, 3 Jahren überhaupt kein Problem, da habe ich gesagt, ich brauche Platinen, Hersteller, machen wir einen Preis, so viel Stück, geht's los. Und dann kam das. Ne? Das ist nicht mehr so. Alles klar. Wenn die großen Automobilfirmen ganze Straßen stilllegen, weil sie keine Elektronikbauteile bekommen, denke ich mal, ist das Beweis genug dafür, dass das bei uns auch so ist. Es geht an unserer Branche, sprich Modellbahnbranche, nicht spurlos vorüber. Das muss man immer wieder sagen, auch vielen ungeduldigen Kunden immer wieder sagen.
Aber ich habe jetzt gedacht, ich greife mir jetzt einfach mal, ich fasse mir ein Herz und frage ihn nach den Unimaten. Also, müssen wir noch ein bisschen warten. Und das ist auch eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Fragt doch mal, wenn ihr und so weiter. Ich habe es jetzt getan, die Antwort haben Sie gehört. Bis zum Herbst werden wir also noch mindestens warten müssen, bis das Ding dann auf der Schiene steht und Sie zu Hause auf Ihrer Anlage auch bewegen können. Ja, Roland, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, ich möchte nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir sehen ja hier, dass die Fahrzeuge jetzt seit einiger Zeit hier auf der Anlage laufen, problemlos, und die Kollisionen funktionieren. Ja. Also nach so einer langen Zeit ist das ein Beweis dafür, dass der Kollisionsschutz funktioniert. Ja. Die Fahrzeuge sind noch nicht ein einziges Mal während der ganzen Zeit hier miteinander aufeinander gefahren. Ja. Also, wie gesagt, es ist immer wieder schön, wenn so, wie sich sowas bewegt. Also wir haben es jetzt sicherlich eine ganze Weile, Sie haben es ja auch gesehen, die fahren und fahren und fahren und klagen nicht. Die Fahrer sind drin, machen auch keine Pausen. Ja. Also ein wunderbares System, lieber Wieland, was du uns hier sozusagen uns Modellbahnern geschenkt hast. Es eröffnet, so wie wir das schon gehört haben heute im Laufe der Sendung, viele Möglichkeiten, viele Spielmöglichkeiten. Man kann dieses System wunderbar auch auf vorhandenen Dingen, die es bei euch im Hause gibt, kombinieren, aufbauen. Ja. Das finde ich schon mal ganz toll. Das heißt aber aus einer Hand sozusagen, ich muss jetzt nicht ewig und drei Tage rumsuchen, wie kriege ich das zusammen. Natürlich bleibt es Ihnen überlassen, liebe Modellbahnfreunde, ob Sie jetzt die Steinkunst nehmen oder nicht. Wo Sie sagen, ja, ich habe hier und da habe ich das. Das funktioniert selbstverständlich auch, wenn die Einbaunormen eingehalten werden. Ja. Das ist kompatibel. Apropos kompatibel, wir hatten es ja gerade mehrfach auch angesprochen, auch in den Fragen und Antworten, mit anderen Systemen kompatibel, mit leichten Einschränkungen, was die Infrarotgeschichte betrifft. Das haben wir gerade auch rausgearbeitet. Wir wissen, dass Sie Digitalsysteme zur Steuerung verwenden können. Sie haben den Car Manager, mit dem Sie die Fahrzeuge zusätzlich programmieren können. Also Sie haben hier eine komplette Welt hergelegt bekommen, und das am Anfang an schon. Das ist eigentlich schon eine beeindruckende Geschichte. Ja. Ja, sagt er. Und was mich besonders freut, dass die Zukunftsaussichten mit diesem System wirklich gigantisch sind. Das ist schon, macht schon Spaß. Schon eine tolle Sache. Das war's, liebe Freunde. Das Wort zum Sonntag. Sie haben es gehört, Sie alle hört. Wieland hat mir jetzt alles aus dem Mund genommen, hat es gesagt, auf den Punkt gebracht. Tolle Sache. Finden wir auch. Freuen Sie sich auf das, was Sie jetzt käuflich erwerben können. Und auf die weiteren Dinge sind wir mal gespannt, was noch im Laufe des Jahres oder spätestens bei der nächsten Neuheitenvorstellung 2023 auf uns zurollt. Wieland hat ja schon ein bisschen hier und da was angedeutet. Wir sind alle gespannt. Wir danken dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Car-Motion-System nochmal zu erläutern. Wir haben heute nochmal sehr viel erfahren. Wir haben heute auch viel mehr Zeit gehabt als bei der Neuheitenvorstellung. Heute ging es nur um Car-Motion. Ja, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für die Vorstellung, die du hier mit uns gemacht hast. Wir möchten uns auch natürlich nochmal bei allen Fiesmann-Beteiligten bedanken, den Mitarbeitern, die hier fleißig mit dran gearbeitet haben. Viele Grüße nach Rumänien, viele Grüße nach Ungarn. Danke, lieber Wieland, dass du bei uns warst. Auch ich möchte mich bedanken, lieber Frank, für die Möglichkeit, das nochmal ausführlich vorzustellen, das ganze System. Hat wirklich Spaß gemacht, und Dank an Xtreme24. Danke. In dem Sinne, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.